Ja Mensch, da haben wir uns ganz schön was vorgenommen. Hallo, schönen guten Tag und sehr, sehr herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind, denn die Veranstaltung hier und heute in Berlin, die ist, ich sag's mal so, ganz schön ambitioniert. Die Zukunft von Chemie und Pharma in Deutschland. Um nichts weniger soll es gehen. Einmal von A bis Z, die ganze Palette mit allen großen Herausforderungen, vor denen die chemische Industrie jetzt im Moment, vor allem aber auch in Zukunft steht. Darüber werden wir reden und das mit wirklich spannenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch mit dem Mann, der diese Überlegungen mit angestoßen hat, der Politiker der Grünen und Gründer des Zentrums Liberale Moderne. Ralf Füchs ist gleich Teil dieser Runde, auch als Gastgeber. Und wie gesagt, auch Ihren Input, Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen, die sind sehr, sehr willkommen. Es wird Ihnen nicht schwerfallen. Gleich werden Sie da einen QR-Code sehen, hoffe ich zumindest. Über diesen QR-Code kommen Sie auch hier im Saal rein in unser System und können dann Fragen stellen. Da müssen Sie dann Ihren Namen eingeben oder einen Namen eingeben, wenn Sie mit Ihrem eigenen etwas sparsam unterwegs sind. Das Gleiche gilt für Firma. Und dann können Sie uns schreiben, können Sie Fragen und Anregungen schicken. Ich werde dann versuchen, auf so viele Fragen und Kommentare wie möglich einzugehen. Mein Name ist mein Name ist Henning Quanz, freier Journalist und freue mich sehr auf alles, was da kommt. Bin aber auch gespannt auf den Impuls von Michael Kellner, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung und Mitglied des Deutschen Bundestags, ebenfalls für die Grünen. Frage mich natürlich, was er gleich Aktuelles berichten wird in dieser für Sie alle und für uns alle sehr, sehr dramatischen Zeit. Ich frage mich auch, wie er seinen Auftritt hier heute vor so vielen Vertreterinnen und Vertretern der chemischen Industrie wahrnimmt, empfindet. Heimspiel ist vielleicht nicht der am besten passende Begriff. Gleichzeitig, glaube ich, wird gerade allen, die mit Wirtschaft zu tun haben, klar, wie sehr wir alle in einem Boot sitzen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja gerade, wenn wir in die Zukunft gucken, viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen der grünen Bewegung und der chemischen Industrie, als viele meinen. Er jedenfalls setzt da auf Konsens, sagt er. Chemiekonsens, das ist der Titel eines gemeinsamen Projekts von VCI und dem Zentrum Liberale Moderne. Und was dahinter steckt, was ihm wichtig ist, das wird er uns jetzt sagen. VCI-Präsident Christian Kullmann. Ja, meine Damen und Herren, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Wir haben ein spannendes Thema vor uns. Wie können wir Ökologie, Ökonomie und das Soziale miteinander versöhnen? Was bedeutet das? Wir haben uns helfen lassen. Hilfe ist immer gut, weil wir sind nicht so eingebildet und arrogant, als dass wir glauben würden, wir wüssten alles besser. Deshalb haben wir Herrn Füchs gebeten und sein Team gebeten, vom Zentrum Liberale Moderne uns beizustehen und diese Frage einmal gemeinsam zu diskutieren. Warum diskutieren wir die überhaupt? Warum diskutieren wir eine solche Frage? Sehen Sie, für Evonik, für die Industrie, für unsere Konzerne, für unsere Mittelständler arbeiten Menschen. Und indem Menschen da sind, haben diese Menschen natürlich auch, haben wir auch für diese Menschen eine Verantwortung. Oder andersrum gesagt, in unserem Land, in unserer Republik, spielt das Soziale eine große Rolle. Wenn das so ist, dann haben Arbeitsplätze nicht nur eine Bedeutung für Unternehmen in der Frage, wie können wir wachsen, wie können wir Wohlstand mehren und Wohlstand sichern, sondern auch in der Frage, was heißt das denn für den sozialen Kitt einer Gesellschaft? Der soziale Kitt einer Gesellschaft, meine Damen und Herren, ist Arbeit. In welcher Form und wie auch immer, es ist Arbeit. Weil den Großteil unseres Lebens verbringen wir, indem wir arbeiten. Und wenn das so ist, dann müssen wir hier einen nachhaltigen Ansatz finden, diese Arbeit in eine gute Zukunft zu führen, ihr eine gute Zukunft zu geben, in attraktiven Unternehmen, wo investiert wird, wo geforscht wird, wo in Zukunft investiert wird, also mit anderen Worten. Und dann sind wir ganz schnell bei diesem Dreiklang. Sehen Sie, ganz persönlich, ich habe zwei Töchter. Und ich möchte, dass diese Töchter eine bessere Zukunft haben, als es unsere Gegenwart ist. Und ganz einfach auch vor einem solchen Hintergrund
sind wir sehr daran interessiert, gerade als chemische Industrie, einen wesentlichen Beitrag zu dieser Transformation zu leisten. Das erklärt sehr persönlich, sehr unmittelbar den Gleichklang für uns von Ökologie, Ökologie und dem Sozialen. Damit haben wir angefangen vor 1,5 Jahren. Herr Füchs, Sie müssen nicht nachgucken, ich erinnere mich genau, es waren etwa 1,5 Jahre. Sehen Sie, und dann sind wir jetzt in einer Situation, wo alles das scheinbar keine Rolle mehr spielt. Wer hätte gedacht, vor 1 Jahr, dass wir mal einen grünen Wirtschaftsminister haben, der sagt, Kohlekraftwerke müssen weiterlaufen. Der viele von uns anruft und sagt, wir können nicht anders, um genau in dieser Trias von Ökologie, Ökologie und Ökonomie, die unsere Zukunftsfähigkeit bedeutet, die ja ein Fundament gibt, als zu sagen, um über die Brücke zu kommen, brauchen wir den Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke. Brauchen wir den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Brauchen wir Ölverbrennung. Müssen wir den Ausbau der regenerativen beschleunigen. Wir zahlen jetzt die Zeche. Die Zeche für ein moralisches, für ein mystisches Gründeln in der deutschen Politik. Und ich sage ganz ausdrücklich, das gilt für alle Parteien. Wir haben uns also hingestellt, ich nehme uns als Industrie nicht aus, weil wir zu leise waren und nicht demonstriert haben, haben wir mitgemacht. Also können wir uns jetzt hier nicht raushalten. Heißt aber auch, wir haben uns Ziele gesetzt. Bis dahin steigen wir aus jenem aus, bis dort steigen wir aus diesem aus. Ja und? Was für eine moralische, würde ich sagen, alberne Haltung. Weil wir etwas in Parteiprogramme, weil wir etwas in Beschlüsse, weil wir etwas in Koalitions- oder sonstige Vereinbarungen schreiben, heißt das doch noch lange nicht, dass das Realität wird. Es ist schon noch so, wie es immer war. Die Wirklichkeit, die wir uns wünschen, die müssen wir uns erarbeiten. Und die Brücke, die wir uns vorgenommen haben, nämlich Gas, so lange einzusetzen, bis wir ein hinreichendes Volumen an Regenerativen haben, war eine gute Idee. Die Idee ist Geschichte, meine Damen und Herren. Und weil diese Idee Geschichte ist, müssen wir neue Antworten geben. Unsere Republik, unsere Zukunft gründet auf 2 wirtschaftlichen Pollern. Das eine ist unsere Innovationskraft, unsere technologische Kraft. Da sind wir in den vergangenen Jahren zurückgefallen, deutlich. Sie können das auch daran sehen, dass die Regierungen insbesondere die Forschungsunterstützung für Wirtschaft deutlich zusammengestrichen haben. Aber insgesamt spielen wir hier noch Champions League. Weil wir gute Ingenieure, gute Wissenschaftler, tolle Forscher haben, gerade wir in der Chemie. Und auf der anderen Seite war es Energie und Elektrizität. Die brauchen wir, und zwar möglichst viel. Das Gaskraftwerk von heute ist das Windrad von morgen. Blöderweise geht die Gleichung so nicht mehr, weil das mit dem Gas nicht mehr klappt. Wir kriegen Gas nicht mehr zu wettbewerbsfähigen Preisen und die Energieversorgung klappt damit auch nicht mehr. Denn alles das, was wir uns vorgenommen haben, funktioniert so nicht. Heißt also, die Idee, die wir hatten, Gas als Brücke einzusetzen, geht nicht. Und deshalb sagen wir sehr deutlich, und sehr einfach. Wir sind einfache Menschen, lieber Herr Staatssekretär Kellner. Schön, dass Sie da sind. Es hilft jetzt kein Deklamieren und kein Proklamieren. Es hilft jetzt Pragmatismus, und zwar sehr konkret. Und das bedeutet, das, was wir haben an Energieressourcen, müssen wir nutzen. Und zwar nicht, meine Damen und Herren, so lange wie ein Kirchentag, wie ein Parteitagsbeschluss, das irgendwo für sich festlegt, sondern mit Vernunft. Und mit Vernunft heißt, solange wir keine Alternativen haben, müssen wir die Ressourcen nutzen, die uns hier zur Verfügung stehen. Heißt übersetzt, forsch voran mit dem Ausbau der Regenerativen. Uns fehlen über 10.000 Kilometer Netze. Wir bauen pro Jahr nur 94 Kilometer. Wir müssten aber, wenn wir das bis 2030 schaffen wollen, 1.000 Kilometer bauen. 6 Jahre Genehmigungszeit für ein Windrad. Es reicht nicht zu deklamieren, dass das zu lang ist. Die Tat ist es, was zählt. Heißt das muss? Ja. Ich freue mich, dass Sie klatschen, aber das war jetzt gar kein Luftholer, um Applaus zu provozieren, sondern wirklich einer, weil ich mich gleich räuspern musste. Aber vielen Dank gleichwohl. So, wenn es das ist, dann, meine Damen und Herren,
verdammt nochmal. Dann sind die Tugenden, die wir uns als Deutsche so gerne zurechnen, dass wir entschieden und entschlossen handeln und dass wir auch pragmatische Ingenieure und Könner sind, dann darf das nicht sein, was wir aus der Geschichte heraus kennen, sondern das muss unsere Zukunft prägen. Mit anderen Worten, da müssen wir jetzt gemeinsam ran. Gemeinsam ran heißt, es ist ja nicht damit getan, dass sich die deutsche Industrie hinstellt und sagt, wir fordern das. Das ist genauso albern wie ein Parteitagsbeschluss, der sagt, wir legen das fest. Sondern wir müssen hier jetzt gemeinsam an diese Themen ran, in einem gemeinsamen Verständnis. Bedeutet das, was Politik will, ist das A und O? Aber nein, die Gestaltungskraft hat Politik hier nicht alleine. Wir auch nicht, die Gewerkschaften auch nicht. Aber alle zusammen können wir es für uns schaffen. Das bedeutet auch, wir müssen einander einüben, mehr noch aufeinander zu hören, mehr noch uns aufeinander einzulassen und vor allen Dingen auch mehr noch an Verzicht zu üben. Weil das, was vor uns liegt, werden magere Zeiten. Mit großen, mit argen Herausforderungen. Und da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Der Sozialstaat, der finanziert wird durch eine starke Industrie, durch eine starke Volkswirtschaft, durch gut bezahlte Jobs. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Unternehmen verdienen im Durchschnitt 75.000 Euro. Die leisten wesentliche Beiträge zu unserem Sozialstaat. 40% der Jobs, die wir in Deutschland haben, sind im Dienstleistungsbereich. Da liegt das Durchschnittsgehalt bei 30.000 Euro. Die leisten faktisch keinen Beitrag. Heißt also, wir sind wichtig. Auch um den Sozialstaat zu finanzieren, wir sind wichtig. Weil ohne Chemie, meine Damen und Herren, gibt es keine Transformation. In 90% aller Produktionsprozesse ist Chemie drin. In Zukunft wird es noch mehr werden. Aber ohne uns dreht sich halt kein Windrad. Ohne uns gibt es keine Leichtbauweise. Und ohne uns gibt es auch keine Elektrobatterie. Ohne uns gibt es keine Wärmeisolierung für Neubauten und für Altbauten, die nachgeholt werden. Insofern sind wir in einer bemerkenswerten Situation. Einerseits brutal unter Druck. Brutal unter Druck durch Energiekosten, durch Strompreise, die Wahnsinn sind. Und andererseits voller Chancen. Voller Chancen. Und deshalb ist die Partnerschaft in dem gemeinsamen Verständnis von Ökologie, Ökonomie und Sozialem so wichtig. Denn das, was ich gerade mit einfachen Worten, ich bin ein einfacher Mann, erklärt habe, versteht jeder. Und die sich tiefer mit der Materie beschäftigen, die wissen sogar, dass es richtig ist und stimmt. Und weil das so ist, können wir auf die Unterstützung aller rechnen, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen und gemeinsam mit uns zu gestalten. Und deshalb freue ich mich, dass wir hier heute gemeinsam darüber diskutieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen spannende Stunden und freue mich auf das, was da vor uns liegt. Vielen Dank. Christian Kullmann. Ja, vielen Dank. Und jetzt, wie schon angekündigt und auch angesprochen, ein Mann aus dem Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, so heißt es ja seit fast 10 Monaten. Er ist dort parlamentarischer Staatssekretär, nachdem er vorher fast 10 Jahre lang politischer Bundesgeschäftsführer der Grünen war. Das Pensum im Ministerium dürfte im Moment enorm sein. Ganz sicher ist man dort in zumindest ähnlicher Weise im Krisenmodus unterwegs wie in vielen Unternehmen. Deshalb freue ich mich sehr, dass er jetzt Zeit für Sie und für diese Veranstaltung hat und im Anschluss auch für Ihre Fragen. Hallo und schönen guten Tag, Michael Kerner. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich will ja mal sagen, ich bin nun wirklich viel kreuz und quer in der Republik unterwegs und ich bin an keinen Orten so viel wie in Leuna, Piesteritz und vor allen Dingen im Schwedt. Also dass ich mal mich in den letzten Monaten um die deutsche Ölversorgung kümmere, hätte ich mir auch nicht ausmalen können. Aber so gesehen ist das schon, bin ich sehr, sehr gerne gekommen. Lieber Herr Kuhlmann, lieber Ralf Füchs und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde großartig, ich habe auch das Papier mitgebracht, ich habe es durchgearbeitet, gelesen. Ich finde großartig, dass sich in diesen Zeiten dieser Frage der Transformation stellen. Weil ehrlicherweise, und das gehört ja zu einer Wahrheit dazu, wir werden in die Zeiten, dass wir billigste fossile Rohstoffe
aus dem Osten haben, die werden wir ja nicht zurückkommen. Ich glaube, das gehört zur Wahrheit dazu, das zu sagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich dieser Frage der Transformation stellt. Und deswegen bedanke ich sehr, dass Sie diesen gemeinsamen Prozess gemacht haben, dieses gemeinsame Papier vorgelegt haben. Ich würde nachher noch mal auf ein paar Punkte versuchen einzugehen. Ich will vorher aber, weil es natürlich das Gebot der Stunde ist, was zu der aktuellen Situation sagen. Und ich will sagen, natürlich, ja, wenn die Welt sich ändert, dann ändern sich auch Programme, sei es Koalitionsverträge oder sei es Parteiprogramme. Natürlich. Und ehrlicherweise wahrscheinlich alle hier im Raum werden sagen, wir hätten uns was anderes gewünscht. Ich wollte gerne, dass wir regieren. Ich habe die Koalitionsverhandlungen mit organisiert. Ich finde, es ist auch eine sehr ehrenwerte und große Aufgabe. Denn natürlich hätten wir uns alle wahrscheinlich andere Zeiten und andere Situationen gewünscht. Aber wir sind da drin. Und deswegen geht es darum, gemeinsam das Beste draus zu machen. Und ich will mal sagen, der erste Punkt, den ich ansprechen will, wir haben in den letzten Monaten sehr hart als Regierung daran gearbeitet, dass wir die Versorgungssicherheit, ich habe gehört, Klaus Müller war heute Morgen da, dass wir Versorgungssicherheit in diesem Land gewährleisten, damit Menschen im Winter nicht frieren und damit Produktion, Industrieproduktion stattfinden kann. Weil natürlich, wir haben doch gesehen, wie Lieferketten auch reißen können. Das haben wir schon bei Corona gesehen. Und ich weiß doch auch, gerade was Sie in der Chemieindustrie, in der Pharma als Grundstoffe erzeugen, was wir brauchen. Und dann nützt es auch nichts, wenn das irgendwo in der Welt vorhanden ist, sondern wir brauchen es hier, damit uns Lieferketten nicht reißen, damit uns Produktion nicht reißt. Das ist mir sehr, sehr bewusst. Deswegen sind wir jeden Weg gegangen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Sie haben es gerade ausgeführt. Ja? Und das war eine Situation, und ich bin froh drum. Es hat wahrscheinlich Klaus Müller heute Morgen sehr ausführlich gesagt, aber dass wir es geschafft haben, diese Gasspeicher zu füllen. Und wir hatten ja keine Regeln. Gasspeicher, das will ich auch noch mal sagen, ja, Energie als Waffe wurde schon im letzten Jahr eingesetzt. Die Gasspeicher waren leer und anders als bei Öl. Gott sei Dank haben wir bei Öl eine strategische Reserve, war bei Gas nichts vorhanden. Das heißt, wir haben Gesetze gemacht, die haben Gasspeicher müssen genutzt werden oder man verliert den Anrecht. Use it or lose it. Wir können auch schneller sein. Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, 6 Jahre oder 7 Jahre Genehmigung, übrigens nicht nur bei Windrädern. Wenn wir über Dekarbonisierung von Industrie reden, wenn wir über neue Industrieanlagen reden, dann erreichen wir die Pariser Klimaziele auch nicht, wenn die Umrüstung von Industrieanlagen 7 oder 10 Jahre dauert. Das ist uns sehr, sehr bewusst. Wir müssen da schneller werden. Wir können aber auch schneller werden. Auf diesen Punkt will ich einmal auch hinweisen, beispielsweise, dass wir in diesem Winter 2 FSRUs an der Nordseeküste in Start nehmen, inklusive der Bau der Pipelines ans deutsche Erdgasnetz, zeigt ja, dass wir schnell sein können, weil wir es müssen. Und deswegen, ja, ich will das nicht ausführen, Sie gucken, ich rede, Sie müssen auf die Zeit gucken, geben Sie mir ein Zeichen, wenn es irgendwann zu lang wird, aber ich will diesen Punkt sagen, ja, wir haben sehr viele Maßnahmen. Und ja, es tut mir als Ökologe weh, wenn ich sehe, dass Kohlekraftwerke laufen müssen, aber es ist so, ja, es ist das Gebot der Stunde, damit sie weiter produzieren können. Und ja, ich will auch sagen, wir müssen auch weiter Gas einsparen. Auch das ist sozusagen das Gebot der Stunde. Das will ich einmal unterstreichen. Aber ich finde, wir sind gemeinsam, wirklich gemeinsam vorangekommen, was die Frage der Versorgungssicherheit angeht. Und dafür auch meinen herzlichen Dank an Sie alle, die das mit unterstützt haben, die das mitgetragen haben und auch Ihren Beitrag. Wir haben ja einen großen Beitrag in der Industrie gesehen, was auch die Einsparung angeht. Deswegen dafür auch mein herzliches Dankeschön. Ich will zweitens aber auch sagen, das ist der zweite Punkt, dass natürlich, das eine ist die Sicherung unserer Versorgung in Deutschland. Der zweite Punkt ist aber natürlich, dass die Preise so enorm hoch sind, dass wir natürlich alles dafür tun müssen, dass wir die Preise allgemein nach unten bekommen. Weil es ist auf Dauer nicht darstellbar, weder für die Unternehmen noch für die privaten Haushalte. Und auch da, wir haben ja gesehen, dass alleine mit den gefüllten Speichern, auch mit der Ansage von uns, dass wir das Gas, was wir eingespeichert haben, auch wieder ausspeichern werden. Wir haben das ja nicht auf der hohen Kante, um damit sozusagen das zu bunkern, sondern um das auch im Winter zu nutzen. Wir haben ja gesehen, wie Gaspreise auch gefallen sind. Sie sind immer noch viel zu hoch, verstehen Sie mich nicht falsch. Und wir sehen ja auch, wie die Strompreise nach oben gezogen werden und was das bedeutet. Das heißt, woran wir arbeiten, wo wir einmal auf europäischer Ebene arbeiten, da sind ja morgen dann auch nochmal entscheidende Weichenstellungen, die stattfinden, dass wir sagen, ja,
Wir nehmen Zufallsgewinne, senken die Strompreise, indem wir ein Basiskontingent für Unternehmen und private Haushalte zur Verfügung stellen. Ja, wir müssen in dem Gasbereich dafür sorgen, dass auch da die Preise weiter nach unten gehen, damit wir für alle die Preise nach unten bekommen. Und deswegen ist ja übrigens auch da der Punkt, dass wir sehr früh am Anfang der Kette anfangen. Es wurde ja gefragt, ja, warum retten wir denn Unternehmen wie Uniper oder Gazprom Germania, Sefe oder unterstützen VNG? Weil wenn die Gasimporteure uns kaputt gehen und wenn dann die Stadtwerke und dann sozusagen das gesamte Versorgungssystem kippt, dann kriegen wir das nicht wieder hoch. Deswegen greifen wir sehr früh in der Debatte ein. Und ich will auch sagen zum Thema Gasumlage, dass wir ein System brauchen, wo wir nicht sagen, es ist von einem Zufall abhängig, ob Sie einen Gasvertrag haben über russisches Gas oder vielleicht über norwegisches Gas und dann die Preisanpassung unterschiedlich erfolgen, das ein Lotteriespiel ist. Das kann ja nicht funktionieren. Aber ich habe schon gehört, auch Sie hatten ja Finanzverhandlungen, die kompliziert sein können, auch bei Verbänden. Ich habe mir sagen lassen, das ist in Koalitionsverhandlungen und Regierungen ganz anders. Das verbindet und teilt dann miteinander. Aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, dass diese Regierungshandlungsfähigkeit zeigt und dass wir alles dafür tun, die Preise insgesamt nach unten zu kriegen. Das alleine wird aber nicht ausreichen. Deswegen komme ich zu dem dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist in dieser Situation Energie, also die Haushalte, ist mir total wichtig, die soziale Dimension. Ich würde aus Zeitgründen aber auf die Unternehmenssituation heute hier reden, dass wir gesagt haben, ja, es muss eine zielgerichtete Unterstützung für Unternehmen gehen. Wir können nicht alle Preissignale ausgleichen, das ist klar. Und Preise müssen auch weitergegeben werden. Auch das gehört zu einer Wahrheit dazu. Aber zielgerichtet zu helfen, energieintensiven Unternehmen. Und wir haben ja alle, früher hat kein Mensch am Stammtisch über Merit Order geredet, da reden wir heute genauso drüber wie über Kübelliste, wo alle ja wissen, das hat mittlerweile nichts mehr mit Blumenkübeln zu tun, sondern beschreibt Handelsintensität auf europäischer Ebene. Für Unternehmen haben wir gesagt, wir nehmen diese Handelsintensität raus und nehmen bei den Unterstützungsmaßnahmen, gehen wir auf die Energieintensität. Also zu sagen, wir machen ein Energiekostendämpfungsprogramm mit Zuschüssen, um eine Planbarkeit zu haben für Unternehmen. Auch dazu werden wir heute die entsprechenden Ankündigungen oder die entsprechenden Vereinbarungen zwischen den Koalitionsparteien dann hören und sehen. Dann haben wir als Wirtschaftsministerium in den letzten Wochen hart dran gearbeitet, sodass dieser dritte Punkt ist, dass wir zielgerichtet unterstützen. Dazu gehört auch, dass wir eine Planungssicherheit brauchen bis weit in 2024 rein, weil Sie wissen, dass der kommende und der Winter 2023-2024 für uns die beiden sozusagen herausforderndsten Punkte sind. Und deswegen brauchen wir auch im Rahmen der Europäischen Union, auch da setzen wir uns dafür ein, auf einen guten Weg, dass wir den, Sie wissen, wir brauchen ja bei Beihilfe immer einen europäischen Rechtsrahmen, das sogenannte Temporary Crisis Framework, dass das ausgeweitet wird bis nach 2024, um eine Planungssicherheit, auch eine Investitionssicherheit für Unternehmen zu haben. Weil das ist meine größte Sorge. Wir sind alle gerade so damit beschäftigt, diese akute Krisenbewältigung anzugehen, dass wir aber den Punkt, der heute ja im Zentrum steht, darauf würde ich noch mal eingehen wollen, diese Frage, jetzt Investitionsentscheidungen auch für die Transformation zu treffen, weil damit müssen wir anpacken, weil diese Zeiten zurück vor dem Krieg wird ja kein Zurück auf Null geben. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass in dem Papier ja selber erstens nochmal eine Beschleunigung und sehr ehrgeizige Ziele für eine grundlegende Transformation benannt werden. Das ist großartig, dass es sich da als Branche so klar zu bekennen. Und ja, wir wollen, und das sage ich ausdrücklich, dass Deutschland mit diesen Branchen ein starker Industriestandort bleibt. Und da spielt natürlich die Chemie- und Pharmaindustrie eine unglaublich wichtige Rolle. Und ich habe mich gefreut, wenn Sie sich das Papier anschauen, dann sagen Sie einmal klimaneutrale Transformation der chemischen Industrie, klare Bekenntnis zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Da haben wir dieses Jahr ein riesiges Paket auf den Weg gebracht, um das voranzukriegen, um das zu beschleunigen. An vielen Punkten, ich will da jetzt gar nicht in die Einzelheiten eingehen, aber mir war zum Beispiel als Mittelstandsbeauftragter total wichtig, dass wir gesagt haben, ja, wir machen eine Sache für Unternehmen, wir machen es bürokratieärmer und da, wo Sie als Unternehmen in Ihren Betriebsstätten selber grünen Strom erzeugen, stellen wir den von allen Abgaben frei, dort, wo Sie es selbst verwenden. Da haben Sie natürlich ganz andere Gestehungskosten. Das ist eine Hilfe gerade für viele kleine KMUs, die sind ja sehr, sehr energieintensiv, aber
Das ist ein wichtiger Punkt und erst dann werden Abgaben fällig, wenn man eine öffentliche Infrastruktur wie ein Netz dann nutzt, wie ein Stromnetz. Das finde ich dann auch richtig. Wir werden als Wirtschafts- und Klimaschutzministerium im nächsten Jahr, weil auch das hatten Sie ja gerade angesprochen, diese Brücke mit Gas, die wir ja alle beschrieben haben, ja, die ist ja natürlich viel, viel kürzer geworden. Und das heißt, dieser Markthochlauf von grünem Wasserstoff, der muss ja viel, viel schneller gehen. Deswegen ist eines der Punkte, wir legen ja jetzt für 2023 ein großes Programm für Elektrolyseure auf, ja, damit wir auch da vorankommen, weil wir gerade in der stofflichen Nutzung, wir müssen ja in der Chemieindustrie dazu kommen, dass wir in der stofflichen Nutzung erreichen, dass wir da auch dekarbonisieren. Und dafür ist natürlich Wasserstoff, grüner Wasserstoff, natürlich eine extrem wichtige Voraussetzung. Und das ist ein Punkt, auf den wir viel Kraft und Energie in den nächsten Jahr legen werden, weil wir natürlich auch diese Transformation massiv vorantreiben. Ich habe mich gefreut, dass der Begriff Kreislaufwirtschaft als zweites stand. Kreislaufwirtschaft ist ja oft so ein bisschen, wir reden ja oft lieber von der Circular Economy, klingt irgendwie besser in vielerlei Ohren, weil Kreislaufwirtschaft kommt ja ursprünglich aus dem Gedanken der Abfallwirtschaft, ja. Aber es hat natürlich eine enorme Bedeutung. Es hat ja an vielen Stellen, und da brauchen wir die Chemieindustrie. Wir sehen doch, wie groß Abhängigkeiten sind. Und wir wissen doch, wie schwierig es ist, Rohstoffe, Primärrohstoffe, die wir auch weiterhin brauchen werden, aber Primärrohstoffe, die wir oft unter schwierigsten ökologischen und sozialen Bedingungen aus der Erde kratzen, die dann auf den Abfall zu bringen, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wir müssen an diesen Fragen viel weiterkommen. Und wir sehen das ja beispielsweise im Batteriebereich. Also dieses Recycling, wir schmelzen sozusagen Metalle ein, die ewiges Leben haben und nutzen da Kupfer und Eisen, da sind wir ja ganz gut dran. Aber gerade die Leichtmetalle brauchen wir natürlich chemisches Recycling, weil wenn sie das erhitzen, verbrennen die ihn. Da haben sie ja nichts davon. Das heißt, auch da sind neue Geschäftsfelder, da müssen wir reingehen. Und ein Punkt, der mich umtreibt, mit dem ich viel auch im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium in den letzten Monaten zu tun habe, ist auch die Frage, wenn wir uns Kreislaufwirtschaft in der Chemieindustrie ansieht, dann müssen wir natürlich auch die Chancen einer Bioökonomie nutzen. Dann müssen wir sozusagen auch nutzen, dass wir Rohstoffe, auch nachwachsende Rohstoffe verwenden, gebunden mit Kohlenstoff und sie dann sozusagen in den Kreislauf einführen. Also nach und nach in den Kreislauf einführen und dann sozusagen nicht wieder einfach und dann wieder auch im Kreislauf lassen und nicht einfach nur Parkbänke oder sonst wie irgendwas draus bauen, sondern tatsächlich ein Upcycling betreiben, zumindest kein Downcycling. Und das ist ein riesiger Punkt und da würde ich mir wünschen, das ist auch mein letzter Gedanke, dann höre ich auf, ich sehe Sie schon. Wissen Sie, ich kann als Staatssekretär hier im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium kreuz und quer durch die Republik fahren und kann mir tolle Pilotprojekte anschauen. Es gibt wahnsinnig viele tolle Pilotprojekte, das reicht aber nicht. Wir müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass wir sie nach oben skalieren können. Und dass das möglich ist, ich getraue mir das hier mal zu sagen, sieht man beispielsweise, wenn man in Leuna steht, auf dem Gelände der ehemaligen DDR-Raffinerie, wer DDR-Raffinerien, DDR-Industrieanlagen kennt, weiß, wie groß sie sind. Dort baut ein finnischer, interessanterweise aus der Holzwirtschaft kommender Konzern, eine riesige Bioraffinerie, ja, auf dem gesamten Gelände der ehemaligen DDR-Raffinerie, die da in Leuna ist und geht damit mit dieser Bioökonomie in eine Biochemie. Und das ist nochmal ein Punkt, den würde ich mir wünschen, den mit aufzunehmen, weil ich glaube, auch das ist ein Zukunftsfeld für die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie. Deswegen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Und wie gesagt, Sie merken vielleicht an den Beispielen am Anfang und am Ende, diese Frage von Chemieindustrie und selbst die Frage von Ölversorgung ist mir tief ans Herz gewachsen. Herzlichen Dank. Michael Kellner, kommen Sie gerne an meine Seite. Die Diskussion hat noch gar nicht angefangen, da kommen schon ganz viele Fragen rein, werden wir gleich besprechen. Natürlich wird es dann auch um die aktuelle Situation gehen. Ganz klar, Pressekonferenz soll es geben, Scholz, Lindner, Habeck um 14 Uhr. Vielleicht können Sie gleich schon ein bisschen was verraten. Aber wir werden natürlich vor allem auch darüber sprechen, über das Papier, das jetzt schon mehrfach erwähnt wurde, die Eckpunkte für einen Konsens zur Zukunft der deutschen Chemieindustrie. Das steht oben drüber, wurde heute schon mehrfach angesprochen. Wie gesagt, dahinter stecken viele Gespräche, eine Dialogreihe und ich möchte zuerst den Mann auf die Bühne holen, der ja, diesen Dialog mitgeführt und mit angestoßen hat, der Gründer des Zentrums für liberale Moderne, vorher Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, seit den 80ern ist er bei den Grünen und jetzt ist er hier. Ralf Füchs, herzlich willkommen. Darf ich Sie dorthin bitten?
Herr Füchs, bevor wir die Aktualität bearbeiten, das werden wir natürlich gleich tun, möchte ich mir schon mal eingangs Zeit nehmen für dieses Konsenspapier, für die Ideen und für die Fragen dahinter. Ich habe es eben schon gesagt, Sie haben diesen Dialog mit angestoßen, mit begleitet. Ein Grüner, der die Zukunft der chemischen Industrie retten will. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ja, sie ist nicht vom Himmel gefallen. Ich bin ja schon ziemlich lange in dieser Richtung unterwegs, dass wir für die ökologische Transformation zu einer umweltfreundlichen, nachhaltigen Industriegesellschaft schon auch zivilgesellschaftlichen Druck auf die Industrie brauchen und auch politische Regulierung. Aber letztlich, dass dieser Prozess nur mit der Industrie gelingen kann, mit dem Know-how, mit dem Innovationspotenzial und natürlich auch mit der Investitionskraft der Industrie. Und dass es deshalb entscheidend darauf ankommt, sich nicht nur über Ziele zu verständigen, die ja weitgehend politisch gesetzt und auch akzeptiert sind, sondern sich über die Wege zu verständigen und über Etappenziele. Und das war sozusagen das Kernanliegen dieses Projekts. Die chemische Industrie hat gerade akut ganz andere Probleme zu lösen. Sie steht enorm unter Druck. Einzelne Unternehmen sind in der Existenz bedroht. Es ist der Wahnsinn, hat Herr Kullmann, glaube ich, eben gesagt. Wie kann die Industrie jetzt in dieser Situation so weit nach vorne gucken und dieses Problem angehen? Die Frage können die Industrieleute wahrscheinlich besser beantworten als ich. Ich meine, als wir das Projekt angefangen haben, waren wir tatsächlich noch in einem anderen Zeitalter. Ja, obwohl schon absehbar war, dass die Ära billiger Energie vorbei ist. Nicht nur billiger fossiler Energien. Ja, ich komme ja aus der Ökobewegung und da gab es immer diesen Slogan, die Sonne schreibt keine Rechnung und der Wind weht gratis, aber wir wissen, dass der Aufbau eines erneuerbaren Energiesystems massive Investitionen und damit Kosten verursacht. Das wird noch eine ganze Zeit dauern, bis erneuerbare Energien so im Überfluss zur Verfügung stehen, dass die Preise sinken. Also wir sind jetzt, glaube ich, an einem extrem kritischen Punkt, wie wir verhindern, dass es zu einem Strömungsabriss kommt. Wie wir hinbekommen, dass die Industrie tatsächlich diese Transition schafft. Und das ist eine Frage der Anpassungszeiträume und das ist eine Frage der Kosten. Das sind, glaube ich, zwei zentrale Stellschrauben. Deshalb müssen wir alles tun, kurzfristig, auch wenn es, ich bezeichne mich so als autoliberalen Öko, auch wenn es gegen die reine Lehre der Marktwirtschaft sagen, verstößt. Wir müssen kurzfristig jetzt die Industriestrompreise und die Gaspreise für die energieintensiven Industrien subventionieren. Man muss das klar aussprechen, den sagen Begriff. Gleichzeitig alles tun, um das Angebot kurzfristig zu erhöhen, also auch indem wir auf die Kraftwerksreserve, Kohle und Atom sagen, zurückgreifen. Ich rede jetzt mal nicht über die einheimischen Gasreserven, ob wir die auch nochmal anfassen müssen. Das ist eine Frage der Investitionszeiträume, also wie lange brauchen wir noch im großen Stil Gas als Brücke zu den Erneuerbaren. Und gleichzeitig müssen wir sehen, dass das nicht zu einem Rückfall führt hinter die ökologischen und klimapolitischen Ziele, ja, sondern dass wir diesen Übergangsprozess so gestalten, dass am Ende die Transformation sich noch beschleunigt. Das ist, glaube ich, eine wesentliche Konsequenz. Wir müssen schneller werden, nicht langsamer, sondern schneller werden im Übergang zu erneuerbaren Energien, grünem Strom, Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe und dafür muss Politik auch die nötigen Infrastrukturen bereitstellen. Kurz vorab, bevor wir mit dem ersten Thema, nämlich Energie und Klima starten, in welcher Atmosphäre sind diese Dialoggespräche abgelaufen? Ach, da hat sich so in den letzten 10, 15 Jahren extrem viel verändert. Also das sind nicht mehr zwei
gegnerische Lager, die sich da gegenüberstehen. Ja, das, also vor 10 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin hier in der Höhle des Löwen. Inzwischen, nach allen Erfahrungen, hat die Industrie verstanden, wohin die Reise gehen muss, im eigenen Interesse. Ja, dass die Zukunft der Industriegesellschaft ist eine ökologische oder sie hat keine. Und wir streiten uns, glaube ich, nicht mehr über die Ziele, sondern über Wege, über Geschwindigkeiten, über Kosten. Also wir sind jetzt in der Mühe der Ebenen angekommen, wo es um das Wie geht. Und das ist eine ganz andere Diskussion, konstruktive Diskussion. Danke, Herr Füchs. Danke, dass Sie auch heute hier dabei sind bei dieser Diskussionsrunde. Schauen wir mal, wie es heute läuft, atmosphärisch. In jedem Fall nehmen wir uns Zeit für die Themen Energie und Klima, Kreislaufwirtschaft und Landwirtschaft bis kurz vor 3. Dann machen wir eine kleine Pause und diskutieren ab etwa 15.15 Uhr die Themen Chemikalien, Strategie und Pharma. Eigentlich viel zu wenig Zeit für all diese Punkte. Wir versuchen es mal. Nochmal der Hinweis, Fragen und Anmerkungen von Ihnen sind sehr willkommen und Sie natürlich auch, die Teilnehmer, die weiteren Teilnehmer dieser ersten Runde. Wir sprechen über die aktuelle Krise, klar, und über die klimaneutrale Transformation der chemischen Industrie mit dem Chemieindustrie-Experten des Thinktanks Agora Energiewende, Paul Münnich. So, jetzt aber, da ist er, herzlich willkommen. Applaus für Sie. Freue mich sehr, einmal dorthin bitte. Dem wirtschaftspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und ausgebildeten Chemielaboranten Bernd Westphal. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Alle, höchst grüße. Und dem Chef der Covestro AG, Markus Steilemann. Willkommen in dieser Runde. Vielen Dank. Wir brauchen noch einen Stuhl, stelle ich fest. Genau. Ich stehe, das ist in Ordnung. Ja. Das ist okay. Ja, wir kuscheln ein bisschen zusammen, ganz genau. Uns war nicht ganz klar, dass Herr Kellner noch ein bisschen Zeit hat für uns. Und mit Ihnen möchte ich natürlich anfangen, muss ich anfangen. Ganz aktuell, um 14 Uhr ist eine Pressekonferenz angesagt, ich habe es eben schon gesagt, Scholz, Habeck, Lindner. Was werden Sie sagen? Da muss ich jetzt ausweichen, das sage ich auch ganz ehrlich, weil ehrlicherweise, wenn ich das jetzt hier verrate, dann... glaube ich, wäre die Pointe weg und ehrlicherweise kann ich nur um Verständnis bitten. Es ist 14 vor 2. Ich habe ja ein paar Sachen angedeutet, wenn Sie zwischen den Zeilen lesen können, ja. Dann haben Sie verstanden, um was es dann hinausläuft. Es wird eine Gaspreisbremse geben. Ich finde total, ich war vorhin bei den Kollegen von den Maschinenbauern, da habe ich auch noch mal eine Pressekonferenz gehabt, da gab es die gleichen Fragen, wir haben das Spiel schon mal gemacht. Okay, also, Sie sind geübt jetzt, ja? Das habe ich schon 8 Jahre als Generalsekretär einer Partei gelernt, dass man manchmal auch einfach ausweichen muss, so blöd das ist. Aber sehen Sie es bitte nach, ist doch klar, dass das eine Aufgabe ist, die der Kanzler, Vizekanzler, Finanzminister verkünden wollen. Das müssen Sie einfach mir nachsehen. Alles andere, ich weiß ja, Bernd Westphal vorlegen will, macht das bitte. Aber ansonsten würde ich sagen, ich überlasse das an der Stelle so, wie das ist. Ja, dennoch. Aber jetzt fühle ich mich irgendwie so ein bisschen, wenn ich hier die Plätze wegnehme oder so, ja, dann überhaupt nicht. Ja, wir haben einfach nicht richtig gezählt. Ja. Es gab ein bisschen hin und her. Es ist viel los bei Ihnen im Moment im Bundestag auch. Deswegen haben wir, was die Anzahl der Stühle angeht, einfach ein bisschen hin und her. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie Fragen beantworten. Vielleicht können wir dennoch aber weiter aktuell machen. Natürlich muss der Energiepreis runter für die chemische Industrie, muss auch der Gaspreis runter. Ohne dass Sie jetzt verraten, was die Herren gleich sagen. Wie wollen Sie es denn hinkriegen? Ich versuche es noch einmal. Ich kann auch die Frage stellen, die hier eben von den Zuschauern gesagt wurde. Ich beantworte es mal andersrum. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass mich total das umtreibt, dass uns Lieferketten in Deutschland nicht zerreißen. Ja, also wir sehen das auf dem Weg hierher. Kurz noch über die Frage AdBlue-Produktion gesprochen, aber ich kann das auch Salzsäure oder... wir haben ja ganz vielen Stellen, wo wir wissen, sie bereiten Ausgangsstoffe für Produktion vor. Und wir haben ja schon bei Corona gemerkt, irgendwas bricht uns dann weg. Letztlich sagt dem Unternehmen, das Hauptproblem war, es hat Lötzinn aus Hongkong gefehlt. Lötzinn, ja, war sozusagen, das konnten die dann regeln, aber das sind dann die Herausforderungen. Deswegen ist es uns so wichtig, dass wir eine Lösung finden, dass auch energieintensive chemische Industrie, also auch Unternehmen, die Erdgas als Ausgangsstoff, als Rohstoff einsetzen, also nicht zur Erzeugung von Dampf oder zur Erzeugung von Wärme oder Strom, sondern wirklich als Ausgangsstoff für Düngemittelproduktion oder anderes, dass auch die sozusagen einen Preis haben, dass sie produzieren können. Und das ist
wird Teil hoffentlich dieser Übereinkunft sein, sodass wir auch sehen, wir können die Produktion weiter aufrechterhalten, um uns auch durch diese Krise zu bekommen, ohne dass uns wieder diese ganzen Lieferketten wegreißen. Herr Steilemann, ich würde Sie gerne auch fragen, was braucht die chemische Industrie jetzt akut in dieser Situation? Ich denke, man könnte eröffnen mit, es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Also wenn ich Herrn Füchs zugehört habe, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Es geht hier definitiv um Zugang zu preiswerter Energie. Es geht um Zugang zu ausreichender Energie. Es geht um Zugang zu Gas, weil Gas ist einer der zentralen Energieträger und ein zentraler Rohstoff. Und auch wenn wir uns über verschiedene Energieformen Gedanken machen, also wir haben es eben gehört, Erdöl, Kohle, Kernenergie etc. und Erneuerbare natürlich, die es ja auch schon, muss man nicht unter den Tisch kehren, in Deutschland in erheblichem Maße bereits gibt, dankenswerterweise, dann kann man dann aber nicht verhehlen, dass man beim Gas zum Beispiel als Rohstoff im Moment kaum wechseln kann. Das heißt, wir werden eine gewisse Menge Gas als industriellen Rohstoff benötigen. Christian Kuhlmann hat es wie immer bewundernswert auf eine Formel gebracht. Das Gas von heute ist das Windrad von morgen. Das heißt, wenn wir Gas als Rohstoff für die Industrie nicht haben, wird uns auch die Transformationsleistung nicht gelingen. Also, wir brauchen niedrige Energiekosten, wir brauchen ausreichend Zugang auch zu noch fossilen Rohstoffen. Und da gibt es noch weitere Themen, die wir ja in einem 6-Punkte-Papier des VCIs sehr, sehr klar dargestellt haben. Das heißt aber, Gebot der Stunde ist, jedes Kilowatt muss ans Netz. Jedes Kilowatt. Ich kann es nicht oft genug betonen. Jedes einzelne Kohlekraftwerk, egal ob ich genügend Steinkohle auf Lager habe, um es 30 Tage laufen zu lassen, bitte pfeifen Sie auf diese Genehmigungsvorbehalte. Bringen Sie alle Kohlekraftwerke ans Netz. Alle Atomkraftwerke, die lauffähig sind, müssen lauffähig bleiben. Obwohl ich ein erklärter sozusagen auch Befürworter des längerfristigen Ausstiegs bin, sage ich das in aller Deutlichkeit und Klarheit. Und das dritte Thema ist, wir müssen auch Öl als Energieträger weiter ins Auge fassen. Also das sind die ganz wesentlichen Punkte. Auch wenn wir eine größere Runde sind, möchte ich Herr Kellner antworten lassen. Stichwort AKWs, zwei sollen jetzt länger laufen. Ist das technisch und organisatorisch eigentlich so einfach machbar? Funktioniert das? Naja, einfach ist es nicht machbar, aber es ist machbar. So, das ist ja die Antwort auf Ihre Frage. Wir haben ja die Situation in der Tat, was für eine Pointe in diesen Zeiten, aber wir haben die Situation, dass wir in Frankreich, also ein Teil der drohenden Situation kommt ja daher, dass die Atomkraftwerke in Frankreich nicht laufen und das, was die französische Regierung uns noch im Sommer avisiert hat, dass ein größerer Anteil an Kapazität zurück ans Netz geht, eben nur in einem sehr verringerten Maße offensichtlich gelingt, ans Netz zu kriegen, weil die teilweise echte Korrosionsprobleme haben und das so schnell nicht beheben können. Und deswegen stehen wir vor der Situation und klar ist, dass wir sozusagen verhindern müssen, dass wir in eine Situation kommen, wo die Versorgungssicherheit in unserem Land nicht gewähren können. Herr Münch, alles ans Netz, was geht, Braunkohle, AKWs, müssen wir den Klimaschutz jetzt verschieben? Nee, also ganz, hört man mich? Ja, okay. Ganz klar ist, dass wir den Klimaschutz natürlich jetzt nicht außen vor lassen dürfen. Das Gute ist, und deswegen auch nochmal vielen Dank für das Erarbeiten dieses Papiers, dass wir eine Perspektive schaffen müssen für den Industriestandort Deutschland. Das heißt, wir müssen einen Rahmen schaffen, in dem investiert wird, zum einen in neue erneuerbare Energien. Ganz klar, Sie haben das gerade schon angesprochen auch. Aber was auch noch ein Punkt ist, das Gas in der Industrie wird zum großen Teil heute rein energetisch genutzt zur Produktion von Wärme und Strom in den Anlagen. Da können wir auch nicht jetzt auf erneuerbar umsteigen. Das heißt, Teil von der Reaktion auf diese Krise muss es auch sein, Investitionen zu schaffen, die uns von diesen fossilen Energieträgern ein Stück weit wegbringen. Damit sind wir beim Punkt, der vielleicht auch gut die Brücke schafft zu dem Thema, was wir heute eigentlich diskutieren wollen, nämlich die etwas weitere Zukunft. Auch da spielt natürlich Energie und spielen auch Energiepreise eine ganz herausragende Rolle. Ich weiß, dass nicht nur Vertreterinnen und Vertreter der chemischen Industrie schauen, aber deswegen vielleicht nochmal die Erklärung, Herr Steilemann, für diese Transformation brauchen Sie Unmengen
an grünem Strom. Ist das richtig? Ja, das ist vollkommen richtig. Wir haben ja bereits im Jahre 2019 eine gemeinsame Studie auf den Weg gebracht. Und in dieser Studie wurde nochmal deutlich gesagt, wie groß ist eigentlich der Energiebedarf der chemischen Industrie. Einfach mal Stand heute gerechnet, ohne Wachstumsszenarien etc. Wir bräuchten, um es ins Bild zu setzen, die gleiche Energiemenge, die heute in Gesamtdeutschland elektrisch verbraucht wird, bräuchten wir nur für die chemische Industrie. Und wenn wir das jetzt nochmal auf den Gesamtenergiebedarf der Volkswirtschaft hochrechnen, ich möchte Sie nicht mit Zahlen langweilen, es sind aber wichtige Zahlen. 3600 Terawattstunden, das ist die Energiemenge, die Deutschland jedes Jahr braucht für den Betrieb von Heizungen, für das Kühlen von Gebäuden, für beispielsweise auch Fahrzeuge, egal was es ist, Schwerlastverkehr, Passagierfahrzeuge etc. Und das alles soll ja elektrifiziert werden, weil nur dann sind wir in der Lage, tatsächlich auch die gesamte Transformation für alle Sektoren zu gewährleisten. 3600 Terawattstunden. Das Ausbauziel ist im Moment irgendwo zwischen 600 und 800 Terawattstunden bis 2030. Wenn ich das erreichen möchte, bräuchte ich jeden Tag 10 Windkraftanlagen. Eine Windkraftanlage braucht 4000 Tonnen Stahl. Das ist ein halber Eiffelturm. Das heißt 5 Eiffeltürme jeden Tag und das für die nächsten 8 Jahre, 365 Tage im Jahr. Das möchte ich mal sehen, wie wir das auf den Weg kriegen. Da müssen wir hin, weil ansonsten wird alles, was wir hier heute diskutieren, Makulatur bleiben und Deutschland wird sich von einer Industrienation in ein Industriemuseum verwandeln und zwar schneller, als wir uns das vorstellen können. Schließen sich zwei Kernfragen an. Wo kommt der ganze grüne Strom her und was kostet er dann? Herr Westphal, haben Sie eine Antwort? Ja, also zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Die chemische Industrie ist ja nicht ein Verband, der sich mit Problembeschreibung aufhält, sondern auch guckt, wo Lösungen hinkommen. Das mit Sozialpartnerschaft und Politik zusammen. Und deshalb werden wir gemeinsam mit politischer Begleitung Rahmenbedingungen schaffen, die uns in die Lage versetzt, die Industrie mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Und da einen kleinen Widerspruch, wir werden das nicht alles elektrisch machen, sondern ich glaube auch, dass wir neben Elektronen noch Moleküle brauchen, Wasserstoff als Stichwort. Natürlich braucht es vorher Strom, um den herzustellen. Aber dennoch kann man ja auch Derivate, also Ammoniak oder Methanol oder andere Dinge importieren. Das werden wir auch machen müssen. Wir werden die Versorgung der Energie, das ist übrigens noch nie gelungen, in Deutschland nie alleine regeln mit heimischen Rohstoffen, heimischen Energieträgern, sondern wir werden immer auch importieren müssen. Herr Füchs? Da würde ich gerne gerade einhaken, weil ich finde... Herr Füchs hat sich zuerst gemeldet. Ja, das dann ist ja okay. Alles gut. Kann er ja machen. Ich wollte genau in die Richtung argumentieren. Ich glaube, wir müssen raus aus der nationalen Engführung der Energiewende. Es stimmt natürlich, dass wir alle Potenziale in Deutschland erschließen müssen, aber wir werden weder mengenmäßig die Ziele erreichen, die wir brauchen, die Herr Steinmann jetzt auch nochmal quantifiziert hat, noch werden wir das kostenmäßig zu wettbewerbsfähigen Preisen können. Ja, es geht um Volumina und es geht um wettbewerbsfähige Kosten. Und das heißt, wir müssen Energiewende internationalisieren. Wir brauchen einen gesamteuropäischen Verbund erneuerbarer Energien von Skandinavien bis zum Mittelmeer und darüber hinaus Partnerschaften für vor allem grünen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe. Und wir importieren seit Jahrzehnten etwa 70% unserer Primärenergie. Das können wir ein Stück reduzieren durch Elektrifizierung. Aber wir müssen viel stärker diesen Übergang zu erneuerbaren Energien künftig international denken und die entsprechenden Allianzen aufbauen. Herr Steinmann? Den Punkt, den ich gerne machen wollte und auch nochmal aufgreifen, was Herr Westphal sagt, auch Wasserstoff braucht Energie und zwar eine ganze Menge Energie, weil es thermodynamisch ein extrem schwieriger Prozess ist und kinetisch auch ein sehr schwieriger Prozess, aus Strom Wasserstoff zu machen und den dann wieder umzuwandeln. Das heißt, eigentlich ist die direkte Nutzung des Stroms die beste Möglichkeit, den Strom zu nutzen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn Sie meine Ausführungen gelauscht haben, dann habe ich ja nur von einem Viertel der gesamten elektrischen Energiemenge gesprochen, die wir in Deutschland brauchen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall internationale Kooperationen, weil ein Großteil, wahrscheinlich 60-70% der Energie auch künftig importiert werden muss. Jetzt kommt aber der nächste Knackpunkt, den wir lösen müssen. Wenn ich irgendwo sitze
preiswerte erneuerbare Energie habe, daraus Wasserstoff mache, dann frage ich mich doch, warum soll ich diesen Wasserstoff dann an irgendjemanden abgeben, der darauf eine wunderschöne Wertschöpfungskette baut? Nein, dann mache ich es direkt selber. Da ist sozusagen der nächste Punkt, den wir uns halt sehr gut überlegen müssen, mit wem wir eigentlich arbeiten, wie wir die internationalen Wertschöpfungsketten ausbauen. Das heißt, das ganze Thema hat eine inhärente Komplexität, aber es hat eine ganz besonders schöne Geschichte. Es ist relativ sachlogisch herleitbar und das vermisse ich in der Debatte eigentlich, dass wir immer punktuell Dinge rausgreifen und uns dann die Welt sozusagen so machen, wie sie uns gefällt. Und damit muss Schluss sein, dass wir hier sozusagen Bullabü haben. Das müssen wir uns ganz schnell abschminken. Wir haben ja knallharte, logisch lösbare Probleme, die wir vor Augen haben und wo es die Lösungen gibt. Aber dazu brauchen wir dann eben die eben vom ehemaligen Präsidenten des VCIs geäußerten pragmatischen Lösungen, die dann aber auch schnell kommen. Ja? Ist ja. Ich wusste, dass es jetzt Applaus gibt, haben wir gar keine Zeit für. Erst Herr Münnich, er hat sich gemeldet. Genau, ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen. Sie haben genannt, der Strombedarf, der ist enorm, den wir bräuchten, um die Industrie auf eine erneuerbare Basis zu setzen. Ich würde auch nochmal einen Vordergrund heben. Die chemische Industrie hat in den letzten 30 Jahren eigentlich schon Enormes geschafft. Wir haben es geschafft, die Produktion zu verdoppeln und gleichzeitig die Emissionen, die dabei entstehen, zu halbieren. Und ich glaube, das große Problem ist, in vielen Diskussionen wird Wasserstoff als der Silver Bullet, als die Universallösung gesehen, die es unserer Ansicht nach nicht ist. Weil, was Herr Steilemann auch gerade schon angesprochen hat, wenn wir Wasserstoff nutzen zur Wärmeerzeugung und so weiter, dann haben wir Verluste, die wir bei der direkten Elektrifizierung nicht haben. Und das ist ein Punkt, der meiner Ansicht nach ganz wichtig ist, auch nochmal in Reaktion auf die aktuelle Krise, wo wir kein Gas zu günstigen Preisen mehr haben. Wir müssen das, was wir können, direkt elektrifizieren. Und das ist letztlich der erste Punkt, den wir jetzt voranbringen müssen. Wärmepumpen, das sind Elektrodenkessel, das sind E-Steam-Cracker etc. Ein zweiter wichtiger Punkt, das um diesen Energiebedarf runterzubringen, ist Kreislaufwirtschaft. Ich finde, das ist ganz wichtig zu nennen, eben chemisches Recycling ergänzend zum mechanischen Recycling, um unsere Kohlenstoffe, die wir brauchen in der chemischen Industrie, wir können sie nicht dekarbonisieren, wir müssen diesen Kohlenstoff möglichst im Kreis führen. Und der dritte Punkt, und da hat Herr Kellner eben dankbarerweise auch schon drauf verwiesen, ist die Bioökonomie. Wir haben heute den Fall, dass enorme Mengen lokaler Biomasse in Deutschland rein energetisch genutzt werden, rein verbrannt. Dabei haben wir eigentlich in der Biomasse das Potenzial, sowohl Wasserstoff als auch Kohlenstoff zu haben. Wenn wir über Gasifizierungsprozesse beispielsweise biogene Materialien herstellen, dann können wir auch dadurch nochmal den Energiebedarf in der chemischen Industrie reduzieren. Danke, Herr Münnich. Herr Westphal hat sich gemeldet und ich würde mir wünschen, dass Sie auch etwas zum Strompreis sagen, den wir brauchen. Werde ich auch was zu machen. Aber vielleicht nochmal zu der Logik, die Sie entwickelt haben, zu sagen, es geht nur da, chemische Industrie, wo auch die Rohstoffe sind. Der größte Primärenergieträger in Deutschland ist Öl. Mhm. Das heißt, wenn wir 98% dieses Primärenergieträgers importieren, dann hätten wir ja gar keine chemische Industrie in Deutschland. Also von daher stimmt das nicht, was Sie sagen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Wasserstoffwirtschaft hochfahren müssen. Und zwar gewaltig. Und dafür brauchen wir sicherlich Rahmenbedingungen, Regulatorik auch, wo das geht, wo wir Strompreise haben, die das organisieren können und auch Regulatorik, die das machbar macht. Das dauert noch zu lange. Beste Beispiel davon sind die USA. Der Präsident Biden hat jetzt Regulatorik auf den Weg gebracht, wo der Kilo Wasserstoff $3 kostet. Wir liegen hier bei 9 €. Und das sind genau die Dinge, die unseren Standort eben nicht wettbewerbsfähig machen. Da müssen wir dran. Aber dass wir das alles mit Strom machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Genau, Wasserstoffaufbau einer Wasserstoffinfrastruktur und Struktur ist natürlich auch Teil der Eckpunkte, die hier genannt werden. Kann man CO2 übrigens auch nutzen. Ja. Mhm. Strompreis, ein ganz wichtiges Thema, denn die Energie, die die chemische Industrie für die Transformation braucht, die muss auch bezahlbar sein. Herr Westphal, wie kriegt man den Preis da in den Griff? Aber da sind da jetzt einige politische Rahmenbedingungen, die wir verändern wollen, wie wir die Preise runterkriegen. Das wird kurzfristig sein. Wir haben mit Merit Order, vorhin ist schon gesagt worden von Michael Kellner, ein System der Preissetzung, die heute nicht mehr passt, sondern wir haben mit so einem großen Anteil erneuerbaren Energien im Strommarkt und mit der Preissetzung, dass jetzt Gas der teuerste Primärenergieträger den Preis setzt, eben eine Situation, die nicht mehr funktioniert. Und deshalb müssen wir an das Strommarktdesign ran, müssen also auch die niedrigen Kosten der erneuerbaren Energien, der Stromerzeugung auch nutzen. Und deshalb sind wir dem europäischen Maßstab sicherlich jetzt auf dem Weg, auch sowas mit den europäischen Ländern dazu verändern. Herr Kellner, dazu noch eine Ergänzung? Ich will noch mal zu diesem Wasserstoffpunkt, weil mich das wirklich umtreibt, noch mal eine Sache dazu sagen. Wir haben heute, wenn wir uns anschauen, wir haben letztes Jahr in Deutschland ungefähr 70 Milliarden für Öl und Gas ausgegeben.
dieses Jahr, das Jahr ist aber nicht rum, aber die Abschätzungen sind, glaube ich, relativ plausibel, 130 Milliarden. Das steigt nächstes Jahr weiter. Das heißt, wir haben einen Verlust oder von 60 Milliarden, der abfließt. Das ist, erklärt ja einen Teil der Schwierigkeiten, die wir gerade haben oder die Sie als Unternehmen natürlich auch gerade spüren, die wir alle spüren und auch die privaten Haushalte. Und wenn es natürlich gelingt, ich will das mal regional wirtschaftlich argumentieren, wenn es uns gelingt, zu dekarbonisieren, alleine was wir in den Wärmenetzen verbrennen, ja, also für Gas und Öl und Kohle, wenn uns das gelingt zu ersetzen über lokal erzeugte Erneuerbare, sei es direkt elektrisch oder sei es von mir aus von Power to Heat oder ähnliche Fragen, ja, dann habe ich natürlich auch einen Gewinn an regionaler Wertschöpfung und Kaufkraft, die ich in der Region halte. Deswegen ist zum Beispiel ein Punkt, das hat gar nichts direkt mit VCI zu tun, aber was wir total vorantreiben, ist die Dekarbonisierung der Wärmenetze, die übrigens, das ist die Pointe, so muss ich einmal erzählen, die vor allem in Ostdeutschland sehr, sehr verbreitet sind, weil die Leute die Braunkohle immer nicht zu Hause haben wollten. Deswegen hat man so viele, früher hat man Fernwärmenetze gesagt, die wir gerade dekarbonisieren. Und dann bin ich bei Ihnen, wir werden Wasserstoff in dem Grundstoffbereich brauchen. Ja, wir werden Wasserstoff nicht überall einsetzen können. Ja, da ist, glaube ich, auch eine Fehlwahrnehmung da. Aber gerade für die Chemieindustrie brauchen wir das natürlich als Voraussetzung. Und dann muss halt Deutschland, so wie bei anderen Energieformen auch, wir müssen einmal Erzeugerland sein, wir müssen es beherrschen, wir müssen die Technologien dafür bereitstellen, also auch die Frage von Maschinenbau und Industrieanlagen. Und wir müssen natürlich die Importinfrastrukturen haben und es dann noch, und das ist ja eine Stärke unseres Landes, in die Fläche zu kriegen. Wir reden ja oft, und das ärgert mich da manchmal, wir reden ja oft zu Recht darüber, wir müssen die Stahlindustrie dekarbonisieren und die großen Player oder Zementindustrie. Aber wir haben ja zum Glück ein Land, wo wir die Gießereien im Harz stehen haben oder die Glasindustrie im Thüringer Wald. Ja? Also wo wir überall das auch in die Fläche kriegen müssen, sowohl die Frage, was die Stromversorgung angeht, weil wir brauchen ja nicht mehr solche Kabel, sondern solche, als auch den Zugang zu grünem Wasserstoff. Und das ist wiederum eine staatliche Aufgabe, die Infrastruktur dafür bereitzustellen. Ich habe vorhin ja schon gesagt, gerne gleich, wir haben uns viel vorgenommen an diesem heutigen Tag. Für diese Diskussion haben wir vielleicht noch 5 oder 10 Minuten, also für diesen Block Energie und Klima. Deswegen möchte ich kurz noch ein paar Punkte, die in dem Eckpunktepapier stehen, aufgreifen. Sie haben es auch schon in Ihrer Rede am Anfang gesagt, das Thema Bürokratie und Genehmigungsverfahren. Ich höre das sehr oft bei solchen Reden, das muss einfacher werden, das muss mit der Bürokratie für alle Beteiligten einfacher werden. Die Forderung entsteht auch immer, aber es passiert zu wenig. Wie kriegen wir das tatsächlich in den Griff? Herr Westphal, was können Sie auch als Regierungspartei tun, damit das schnell besser wird, weil es für die Transformation der chemischen Industrie notwendig ist? Gut, wir sehen das ja jetzt bei den LNG-Terminals und wie schnell wir Pipeline bauen können, den Anschluss der Terminals dann auch an das Gasnetz. Und das ist eine neue Deutschlandgeschwindigkeit, die wir brauchen in Planung und Regulierung. Dazu müssen Verfahren verschlankt werden, Behörden vernünftig ausgestattet werden, vielleicht auch digitaler werden in der Begleitung. Und diese Prozesse müssen wir auf jeden Fall beschleunigen. Aber wenn Sie mir erlauben, noch einen Satz, weil Michael Kellner eine Gießerei in Zorge im Harz genannt wird. Mit dem Geschäftsführer habe ich telefoniert und der hat mir erklärt, genau das macht er eben nicht. Er hat eben nicht die dicke Kabel. Der wird eben nicht angeschlossen an eine 110 kV-Leiter. Ja, deshalb macht er jetzt 200 Hektar PV-Freifläche. Und das würde ja bedeuten, wenn er nicht Wasserstoff einsetzt, dass er nachts nicht produzieren kann. Es sei denn, es gibt eine Lösung, dass wir auch nachts PV-Anlagen mit Stromproduktion haben. Das ist ja eine neue Innovation. Also da sehen Sie schon, wir brauchen diese Brücke und deshalb auch Wasserstoff. Mhm. Herr Steinemann, noch Sie vielleicht kurz zu den Genehmigungsverfahren? Naja, wir reden viel darüber, dass wir bestehende Genehmigungsverfahren beschleunigen. Es wird oft auch von Entfesselungsgesetzen ähnlichem gesprochen. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn nicht noch mehr Regulierung käme. Und ich erinnere hier nur mal an den europäischen Rechtsrahmen, Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit, REACH-Überarbeitung. Das kommt jetzt alles noch obendrauf. Und das ist mittlerweile eine solche Regelungswut, dass selbst die gesetzesschreibenden administrativen Stellen in Brüssel überhaupt nicht mehr nachkommen, der Geschwindigkeit zu schreiben, wie sie es denn gerne implementiert hätten. Also man muss sich diesen Wahnsinn mal vorstellen, was wir hier eigentlich tun. Und das teilweise auch noch auf Prinzipien, die mit wissenschaftlicher Grundlage nichts mehr zu tun haben, sondern die eher auf Bauchgefühl basieren. Ich frage mich, wo ist die Aufklärung des 18. Jahrhunderts geblieben? Definitiv nicht in Brüssel. Ich sage es noch einmal, wir hätten gerne sehr, sehr viel mehr Zeit für diese Diskussion, deswegen lassen Sie mich jetzt schon in eine Schlussrunde gehen. Wir kennen alle die aktuelle Situation, wir kennen alle die großen Sorgen der chemischen Industrie, aber auch die Sorgen der Wirtschaftspolitik.
Ich möchte Sie gerne alle fragen, was macht Sie optimistisch, dass diese Transformation, diese Mammutaufgabe trotzdem gelingen kann? Herr Kellner, ich fange mit Ihnen an. Ich glaube, Sie müssen gleich weg, ne? Schon ganz ungeduldig erwartet, ja, ich muss weg. Ehrlicherweise, das habe ich schon in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Wir sind so weit von vielen, was es an Ideen gibt, was an Vorbereitung ist, was da ist. Und wir sind ein starkes solidarisches Land, wir können das packen. Und wenn ich sehe, was an Ideen da ist, wir kriegen das hin. Und der Wille, wir streiten über den Weg, ja, aber die Ziele sind klar. Und das ist noch anders als vor ein paar Jahren. Und deswegen glaube ich, wir kriegen das gemeinsam hin. Ja. Herzlichen Dank. Ich laufe jetzt mal sofort los, sonst kriege ich ganz viel Ärger. Aber es hat mir große Freude gemacht. Ich bedanke mich. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kellner. Jetzt ist 14.10 Uhr. Ich hätte ihn eigentlich noch mal nach der Pressekonferenz fragen können. Aber gut, das ist jetzt so. Ja. Alles Gute für Sie. Danke, dass Sie da waren. Herr Westphal, Antwort auf meine Frage. Was macht Sie optimistisch, dass die chemische Industrie das hinkriegt? Also ich bin da sehr zuversichtlich, weil die chemische Industrie genau dieses Innovationspotenzial hat. Gute Rahmenbedingungen, innovationsfreundliches Umfeld, engagierte, gut ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gute Sozialpartnerschaft, alles das, was die Branche ausmacht. Und Sie können doch sicher sein, dass wir nicht von dem Innovationsstand im September 2022 ausgehen, sondern dass uns unterwegs noch was einfällt. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich mit den Rahmenbedingungen, mit dem Potenzial, was mit diesen Lösungen, die aus der chemischen Industrie kommen, auch global Absatzpotenzial sich entwickelt, bin ich sehr zuversichtlich, dass die deutsche chemische Industrie mit dabei ist. Herr Steinemann. Mich macht sehr zuversichtlich die Menschen in diesem Saal. Die Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, die das alles erfinden, die Mitarbeiter und Mitarbeiter in diesen Unternehmen und natürlich auch das Panel hier. Weil wir können uns, glaube ich, in der Sache kräftig streiten. Wir haben aber, glaube ich, alle eine gemeinsame Idee, wo es hingehen soll und dass wir auch schnell dahin müssen. Und das macht mich sehr zuversichtlich, weil wir debattieren nicht nur, sondern wir machen. Und ich zitiere ja gern den Präsidenten des Vereins der Deutschen Ingenieure. Er sagte mal, machen ist wie wollen, nur krasser. Und ich finde, Deutschland ist ziemlich krass. Herr Münich, bei Ihnen muss ich mich auch entschuldigen, es war eben eine Wortmeldung da und Sie merken, wir rennen ein bisschen durch die Zeit. Kein Problem. Aber wir sind ja auch sonst immer viel im Austausch mit der chemischen Industrie, sind auch immer offen für Diskussionen natürlich, deswegen gerne auch im Anschluss. Ja. Was macht Sie optimistisch? Was mich optimistisch macht, ich kann mich eigentlich meinen Vorrednern auch nur anschließen. Also wir haben in Deutschland eine wahnsinnige Innovationskraft. Wir haben Leute, die wahnsinnig viel auf dem Kasten haben, Leute, die auch über den Tellerrand hinausschauen wollen und ich glaube, das müssen wir nutzen. Und in diesem Papier, was uns vorher auch zur Verfügung gestanden hat, da schreiben Sie, die Chemie ist zum einen ein Problem in der Klimakrise, aber eben auch ein Problemlöser. Und ich glaube, das ist viel mehr, wie wir denken müssen. Und wenn wir es schaffen, zum einen viel zu elektrifizieren, um den Strombedarf zu drücken, eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren und eben auch die Bioökonomie mit einzubeziehen, dann schaffen wir es, nicht nur eine klimaneutrale Chemieindustrie zu schaffen, sondern können wir eine klimapositive Chemie schaffen, die CO2-Senken bereitstellt und somit dann über die Klimaneutralität hinaus und über innovative Produkte hinaus der Gesellschaft einen Nutzen bringt durch die Transformation. Danke, Herr Münich. Herr Füchs, die Mammutaufgabe der chemischen Industrie. Über die Innovationskraft und das Know-how und der Erfindungsreichtum der Industrie ist jetzt schon viel gesprochen worden. Ich glaube auch, dass das ein zentraler Faktor ist. Ein zweiter, ich glaube, das ist auch ein Standortvorteil, der jetzt in der Krise hilft, ist das, was so klassisch Sozialpartnerschaft heißt. Also die Bereitschaft von Betriebsräten und Gewerkschaften zu kooperieren in einer schwierigen Übergangssituation. Und ein drittes, das hat man heute ja auch schon gesehen, es gibt eine ganz, sagen wir, eine große Dialogbereitschaft zwischen Politik, Unternehmen und Zivilgesellschaft, also dem Know-how, was auch in der Zivilgesellschaft inzwischen, in Thinktanks, Instituten und so weiter. So, und in diesen drei Faktoren, denke ich, können wir es schaffen. Danke, Herr Füchs. Danke für diese Runde. Eine Teilnehmerinnenfrage ist mir noch sehr wichtig. Obwohl, die nehmen wir auch noch. Jetzt kommt hier gerade ganz viel rein und das frage ich jetzt noch. Herr Westphal, an Sie, was ist der Zeitplan zur Prüfung, Einführung eines Industriestrompreises? Weil es so wichtig ist. Meine Forderung seit langem und ich glaube nicht, dass wir uns noch da verstecken können hinter irgendwelchen Dingen, die es nicht geht, sondern ich finde, es wäre eine Lösung, eine Planbarkeit, verlässlichen Strompreis zu haben für
die Industrie und Frankreich macht uns das vor. Das wäre gut, wenn wir jetzt im Rahmen eines neuen Strommarktdesigns auf europäischer Ebene das auch in Deutschland ausrollen. Super. Danke für die Antwort. Ich kann nicht mehr alle Fragen stellen aus Zeitgründen, bedanke mich aber sehr für die Fragen, die reinkommen. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit dazu. Die muss aber noch sein. Eine Dame fragt, liebes VCI-Team, ich würde gerne wissen, warum keine Frau in dieser Runde als Expertin dabei ist. Und sie hat recht, muss man sagen. Antwort wird mir direkt von der VCI-Crew im Hintergrund dazu geschrieben. Es waren Frauen angefragt und es gab kurzfristig Absagen. Bei den anderen Panels sind Frauen dabei. Also ich hoffe, das kann sie ein wenig versöhnen. Ich bedanke mich trotzdem bei den Herren, die hier stehen. Zwei bleiben dabei, nämlich Herr Füchs und Herr Steilemann. Und ich bedanke mich ganz explizit bei Paul Münnich und Bernd Westphal. Danke für den Besuch bei uns. Danke für die Zeit. Wir wissen, was bei Ihnen los ist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lass uns mal in Kontakt bleiben. Ja, Dankeschön. Ja, Kreislaufwirtschaft, das ist unser nächster Block. Ich gebe Gas. Diese Kreislaufwirtschaft kann, Zitat aus dem Eckpunktepapier, als Antrieb für Wohlstand und als Geschäftsmodell wichtige Weichen in eine nachhaltige Gesellschaft stellen. In Deutschland besteht ein großes Potenzial durch den vielfältigen Mittelstand. Das klingt erstmal sehr optimistisch. Herr Füchs, inwieweit war das in den Gesprächen spürbar? Ja, ich denke schon, dass da noch eine ganze Wegstrecke vor uns liegt, wenn man die realen stofflichen Recyclingquoten zugrunde legt, dann sind wir noch ziemlich am Anfang, ich glaube so etwa bei 15%, sowas in dieser Größenordnung. Und das hat sich auch das Denken verändert in den letzten Jahren, was eigentlich Kreislaufwirtschaft bedeutet. Ja, dass wir letztlich auf eine Industriegesellschaft zusteuern müssen, in der es keinen Abfall mehr gibt. Ja, eine Ökonomie, in der jeder Reststoff entweder in die Bioproduktion zurückkehrt, also in den landwirtschaftlichen Kreislauf, oder in den technischen Kreislauf zurückkehrt. Und das bedeutet, dass das Produktdesign von Anfang an zugeschnitten sein muss auf eine vollständige, sagen wir, Verwertbarkeit, dass wir viel mehr auch Transparenz brauchen, Daten über Lebenszyklus von sagen, Produkten, und dass wir entsprechende Infrastrukturen aufbauen müssen, die es uns ermöglichen, Produkte zurückzuführen, dann in den Wertschöpfungskreislauf bis hin zur Veränderung von Geschäftsmodellen. Bestimmte, auch in der Chemie, bestimmte Produkte nicht mehr zu verkaufen, sondern zu leasen. Also die Produktverantwortung bleibt beim Hersteller. Auch das ist ein Element, was zu einem neuen System von Kreislaufwirtschaft gehört. Keine Sorge, ich hole übrigens gleich weitere Teilnehmerinnen hier auf dieses Podium. Aber vielleicht ganz kurz, Herr Steilemann, auf Facebook kriege ich seit ein paar Tagen, vielleicht weil ich es gegoogelt habe, ständig Werbespots von Covestro in die Timeline gespült. Da geht es auch um Kreislaufwirtschaft. Das Thema scheint Ihnen sehr am Herzen zu liegen. Wo stehen wir da gerade? Können Sie es uns ganz kurz sagen? Könnte ich bin nicht auf Facebook. Okay. Also, nee, Quatsch. Also worum geht es dabei? Was wir versuchen als Unternehmung ist, dass wir diese Kohlendioxidemissionen, die das Unternehmen in erheblichem Umfang erzeugt, und ich gebe Ihnen einfach mal eine Zahl, weltweit erzeugen wir etwa 24 Millionen Tonnen CO2 oder die entsprechenden Äquivalente. Und die können Sie unterteilen in Scope 1, das ist eine gute Million Tonnen, Scope 2, das sind ungefähr nochmal 5,5 Millionen Tonnen. Und der Großteil dieser CO2-Emissionen kommt eigentlich durch Produkte, die wir extern einkaufen, beziehungsweise was dann mit den Produkten bei unseren Kunden passiert. Und genau an der Stelle setzt der Gedanke der Kreislaufwirtschaft an. Weil wenn Sie nämlich keinen Abfall mehr erzeugen, wenn es Ihnen gelingt, die Produkte so gut wie möglich wieder zurückzuführen, dann können Sie signifikant diese Kohlendioxidemissionen lösen. Das heißt, Kreislaufwirtschaft ist die Schwester, wenn Sie so wollen, des Klimaschutzes. Und deshalb ist es so wichtig, dass man diese beiden Dinge gemeinsam denkt. Und was Sie vermutlich in Ihre, wie gesagt, ich bin nicht auf Facebook Timeline da gespielt bekommen, ich bin auf anderen sozialen Medien, deshalb habe ich eine grobe Vorstellung. Was Sie da bekommen, sind einfach Produkte, die wir bewerben, die bereits diese Kriterien erfüllen. Das heißt, wir haben für fast jedes großvolumige Produkt, was wir auf klassischem petrochemischem Wege herstellen, die Produkte im Angebot, die klimaneutral hergestellt sind.
und zum Zweiten genau diesem Gedanken der Kreislaufwirtschaft bereits genügen. Das heißt, sie kommen aus erneuerbaren Kohlenstoffquellen. Und das versuchen wir jetzt auch erfolgreich im Markt zu kommerzialisieren. Und da bin ich wieder bei Ihnen. Das wird auch noch deutliche Veränderungen in den Geschäftsmodellen sozusagen erforderlich machen. Und hier müssen wir natürlich auch daran arbeiten, dass wir die Kunden überzeugen. Ja, man kann sie zwingen. Das ist ja ein Ansatz, der auch gerne gewählt wird. Wir versuchen, sie zu überzeugen. Ja, wichtiges Thema. Wir reden drüber. Im Moment, so steht es auch in dem Eckpunktepapier, ist die Circular Use Rate in Deutschland bei 13%. Das klingt, ich sag's mal freundlich, ausbaufähig. Wie können Sie, wie können wir das alle steigern? Reden wir drüber mit Ihnen und mit der Programmleiterin Circular Economy im Wirtschaftsteam der Naturschutzorganisation WWF, Rebecca Tauer. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wollen Sie, wo Sie wollen, ganz genau, der Platz ist da. Und mit der Sprecherin für Umwelt- und Verbraucherschutz der FDP-Bundestagsfraktion, Judith Skudelny, die live hier ist oder zugeschaltet ist. Ja. Wird noch verkabelt. Sie wissen, der Applaus muss so lange dauern, bis die Dame auf der Bühne ist. Ja, also, sie kriegt gerade noch ein Mikrofon. Wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, es ist ordentlich was los, nur ja, ein paar hundert Meter von hier im Bundestag. Insofern sind wir ja umso dankbarer um alle, die vom politischen Berlin hier hingeeilt sind und freuen uns sehr und freuen uns auch auf Frau Skudelny. Aber ich beginne einfach schon mal mit einer Frage. Wir haben eben schon darüber gesprochen, was die Transformation angeht. Die chemische Industrie ist gerade mit ganz anderen Sorgen unterwegs. Frau Tauer, kann die Kreislaufwirtschaft jetzt warten? Nein, die Kreislaufwirtschaft kann nicht warten, weil wir ja genau jetzt entscheiden, wie wir die Industrie aufbauen und deshalb eben dann auch jetzt entscheiden und jetzt aufbauen, wie wir in Zukunft Produkte bauen, wie wir... Kommen Sie ruhig, gerne. Wollen wir erst den Applaus machen? Ich finde, den holen wir jetzt nochmal nach. Ja, okay. Dankeschön. Ja. Durchatmen nochmal, Frau Tauer. Warum ist es jetzt so wichtig, damit anzufangen? Ja, wie ich gerade gesagt habe, also es ist jetzt so wichtig, weil wir jetzt entscheiden, wohin die Reise geht, weil wir jetzt die Strukturen aufbauen, die Infrastrukturen aufbauen, weil wir jetzt Investitionen tätigen und jetzt entscheiden, wie Produkte gebaut werden. Und nur deshalb müssen wir jetzt eben weitermachen und sogar noch das Tempo erhöhen. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen, vor der die chemische Industrie bei diesem Thema steht? Die größte Herausforderung ist, das Thema viel breiter zu denken, aus unserer Sicht. In dem Papier sehen wir vor allem, dass wir das Thema sehr, sehr gut beleuchtet sehen, also was wir auch heute schon gehört haben. Es geht eben nicht mehr um Abfallmanagement. Es geht darum, dass wir vom Anfang an schauen, wie sind Produkte designt, wie können wir Produkte so designen, dass sie langlebig sind, dass sie modular sind, dass sie reparaturfähig sind und dass deswegen eben die Rohstoffe so lange wie möglich im Kreislauf gelaufen werden. Dass wir eben nicht vor allem darüber sprechen, wie Kreisläufe geschlossen werden, müssen wir auch, aber dass das nicht im Vordergrund steht. Und die Herausforderung für die Industrie ist, sich dabei eine Rolle zu definieren und nicht nur darauf zu schauen, wie kann ich alle Prozesse so lassen, wie sie sind, durch chemisches Recycling zum Beispiel, wichtiges Thema auch, aber eben auch eine Rolle zu definieren für die neuen Geschäftsmodelle, die schon angesprochen wurden. Wo kann Chemical Leasing eine Rolle spielen? Wo ist die chemische Industrie ein Enabler für andere Industrien, Produkte langlebiger zu machen, Produkte so zu gestalten, dass sie eben lange genutzt werden können? Und da, glaube ich, ist die Herausforderung noch, dass dieser breite Blick heute noch nicht da ist. Herr Stahlmann, Sie nicken? Ja, sehr sogar, weil das geht genau in die richtige Richtung, denke ich. Die Frage ist jetzt halt nur, wie das Wie genau funktioniert. Praktische Beispiele, Sie haben es angesprochen, chemisches Recycling. Wir brauchen andere Möglichkeiten, Stoffe im Kreislauf zu halten, als die, die wir heute haben. So, das kann man mögen oder nicht mögen, es ist einfach ein Fakt. Und dann kann man sagen, ich möchte das aber künftig anders designen, sodass ich das dann irgendwann nicht mehr brauche. Auch das ist sicherlich ein guter Ansatz, der wirkt aber nicht kurzfristig, auch nicht mittelfristig und wahrscheinlich sogar auch nicht in allen Fällen langfristig. Das heißt, wir müssen hier, und ich bringe das sehr, sehr ungeliebte Wort der Technologieoffenheit nochmal auf das Tableau hier, wir müssen wirklich breit denken.
Rahmen setzen, das heißt, was erwartet die Politik, was erwartet die Zivilgesellschaft von Unternehmen, ist in Ordnung. Aber die feinstreifige Ziselierung konkreter Vorschriften, dass man komischerweise auch, sobald man Mandatsträger ist, dass man dann alle Technologien im Detail versteht und auch deshalb weiß, genau in 30 Jahren, welche Technologie führend sein wird, das finde ich befremdlich. Und deshalb müssen wir einfach darauf hinwirken, dass wir sagen, wir wollen zu höheren Recyclingquoten, jetzt bitte die entsprechenden Technologien etablieren und dann auch mitdenken. Persönliches Beispiel, Supermarkt, Einkauf, Einwegverpackung aus Kunststoff sind zurzeit ganz weit oben, Public Enemy Nummer 1 sozusagen, Staatsfeind Nummer 1. Was macht man? Man sagt, weg mit Kunststoffverpackung. Super. Als nächstes kommen dann eben andere Materialien zum Einsatz, die nach einmaligem Gebrauch auch wieder weggeworfen werden, weil man da ein besseres Gefühl hat. Aber es ist keine Gefühlsfrage, sondern es ist eine völlige Fehlsteuerung von Ressourcen und eine Fehlallokation auch volkswirtschaftlicher Gelder, wenn man das so macht. Ich hätte nichts dagegen, wenn man sagt, künftig nur noch Mehrwegverpackungen beispielsweise im Einzelhandel dort, wo angezeigt. Kann man auch alles machen, aber dann muss man eben materialoffen denken. Und die diskriminierenden Tendenzen, die ich zurzeit sehe, auch im Materialbereich, die müssen einfach aufhören, weil das hilft nicht. Damit ist der Ball bei der Politik. Frau Skudelny, gut, dass Sie rechtzeitig hier sind. Wollen Sie antworten? Ja, ich weiß gar nicht, ob es da so viel zu antworten gibt, weil da wurde ja schon sehr, sehr viel Richtiges an dieser Stelle gesagt. Fangen wir mal damit an, dass nicht jede Vorschrift, also ich fange mal ganz hinten an bei Ihrem Vortrag, bei den Mehrwegverpackungen. Gerade im Lebensmittelbereich gibt es halt auch noch Hygienevorschriften, Haftungsmaßstäbe, die an der einen oder anderen Stelle einer Mehrwegverpackung im Lebensmittelbereich entgegenstehen. Ich würde gerne die Frage beantworten, was sind denn die größten Herausforderungen, weil ich das tatsächlich die spannendste Frage finde. Wir haben in Deutschland einen sehr segmentierten Markt. Wir haben auf der einen Seite diejenigen, die Kunststoffprodukte oder die Kunststoffe herstellen. Wir haben auf der anderen Seite die, die sie anwenden, die natürlich in ihren Gedanken eine möglichst effiziente und gute Anwendung für das Produkt haben. Also wir machen ja auch nicht Verpackungen, um die Menschen zu ärgern, sondern damit das Produkt geschützt wird und möglichst langlebig ist. Und meistens stecken auch im Produkt mehr Ressourcen als in der Verpackung drin, das muss man auch sagen. Das heißt, deren Fokus ist grundsätzlich auch nochmal ein anderer. Dann haben wir die Recycler, die das bekommen und in irgendeiner Form mit möglichst marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein Rezyklat erstellen müssen. Und dieses Rezyklat muss am Ende dann auch wieder am Anfang reingenommen werden. So. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Marktteilnehmern ist aus meiner Sicht viel zu kurz gedacht. Wir können natürlich sagen, wir müssen ganz vorne, ganz hinten anfangen oder in der Mitte anfangen, sage ich mal, und sagen, wir machen die Verpackung oder die Produkte anders. Das würde aber, wenn wir uns nur darauf fokussieren, jegliche Entwicklung im technischen Recyclingmarkt, was das Advanced Recycling, wir sagen ja nicht mehr chemisch, chemisch ist immer böse, also Entschuldigung, wenn ich es beim VCI sage, aber chemisch ist out, es ist jetzt Advanced Recycling. Ne? Also wir brauchen eben dieses Advanced Recycling, damit wir da noch weiter rankommen. Wir brauchen bessere Stoffströme, übrigens europaweit. Viele Sachen brauchen Investitionen und diese Investitionen werden dann getätigt, wenn am Ende auch irgendwie was Profitables bei rauskommt. Da brauchen wir größere Stoffströme, da müssen wir europaweit denken. Im Moment denken wir eher so kreisweit, aber maximal national. Mhm. Und dieses alles irgendwie sinnvoll miteinander zu verknüpfen, wirklich ganze Stränge zu denken und zu überlegen, wo ist denn der einzelne Euro am besten investiert, sodass wir da sinnvolle Systeme kriegen, das halte ich aktuell für eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Der einzige Punkt, wo ich weiß, dass von Anfang bis am Ende alle an einem Tisch sitzen, das ist Verpackungsregister bei der Begleitgruppe zum Paragraphen 21 und es ist ein so Miniaturkreis an einem Instrument dran, das nicht wirkt, dass das nicht die Lösung sein kann. Wir müssen da wirklich alle Teilnehmer mit an einen Tisch bringen, die miteinander reden lassen und erst dann übrigens, nachdem wir alles verstanden, alle an einem Tisch und gegenseitiges Verständnis erweckt haben, dann vielleicht die Rahmenbedingungen ändern. Mhm. Herr Füchs sieht gerade so aus, als wollte er was sagen. Ja, ich habe mir das mit großem Interesse zugehört, weil das eine Detailschärfe ist, die ich gar nicht selber aufbringen kann. Aber ich fand den ordnungspolitischen Ansatz, den Sie, also Herr Steilemann, ja mehr explizit, Sie mehr implizit vertreten haben. Also was sind die Zielgrößen und Parameter, die Politik festlegen sollte? Was sind die entscheidenden Stellschrauben, um dann die Industrie machen zu lassen oder auch den Handel machen zu lassen? Mhm. Das finde ich ist ein interessanter Ansatz in der Diskussion, statt uns in immer engmaschigeren Detailregulierungen zu verstricken, die Kosten nach oben treiben und am Ende gar nicht mehr administrierbar sind. Und exakt das ist ja auch eine Forderung im Eckpunktepapier, ein verbindlicher Ordnungsrahmen, auch Frau Trauer nickt. Wann kommt der denn? Ja, wir versuchen gerade tatsächlich die ganz aktuellen Herausforderungen, zum Beispiel Brennstoffwechsel für die Industrie hinzukriegen und geht's die Rohstoffsicherung. Ja, klar, also ich versuche so. Ja, ja.
Der Herr hatte tatsächlich, jetzt hört sich okay, schon. Der hatte zu wenig Zeit für mich. Entschuldigung, das lag daran, dass ich zu spät kam. Entschuldigung. So, also wir versuchen gerade die ganz aktuellen Herausforderungen in irgendeiner Form zu lösen. Das ist auf der einen Seite natürlich den Herbst-Winter, die Energieversorgung, übrigens für die verschiedenen Industriezweige. Da gehören bestimmt viele von Ihnen auch mit dabei, die Rohstoffversorgung, die wir haben. Das sind im Moment die ganz aktuellen Probleme, mit denen wir ganz ehrlich bei dem Abschluss des Koalitionsvertrages in dieser Form nicht gerechnet haben. Wir haben aber eine Kreislaufwirtschaftsstrategie in Planung angekündigt für 2023. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das BMUV bis dahin seine Eckpunkte, seine Ideen zusammen mit dem BMWK abgeglichen hat, sodass wir da einen ersten Aufschlag bekommen. Und das ist auch das Ziel unserer Bundesregierung, dass wir bis 2023, spätestens 2024, wirklich eine Kreislaufwirtschaftsstrategie vorliegen haben, die alle Parteien mit entsprechend berücksichtigt und da einen verbindlichen Rahmen zumindest national macht. Wie gesagt, wir brauchen einen europäischen Rahmen. Das ist eigentlich die Zielgröße, die wir benötigen würden, damit wir wirklich effizient sind. Das ist dann aber nicht der zweite Schritt, sondern die parallelen Schritte, die wir machen. Lassen Sie uns gleich auch über Methoden sprechen. Chemisches Recycling würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen, aber auch das Thema Müll und Müllvermeidung. Müll, der gar nicht erst entsteht, ist natürlich der beste. Frau Theuer, wie weit kann uns Müllvermeidung aus Ihrer Sicht bringen? Gar nicht weit, weil darum geht es nicht. Es geht nicht um Müllvermeidung, es geht überhaupt nicht um Abfall. Es geht um den Ressourceneinsatz. Und ich glaube, da muss eben auch die deutsche Kreislaufwirtschaftsstrategie ansetzen. Sie muss einfach schauen, wie viele Ressourcen haben wir, für welche Sektoren. Und da ist übrigens auch zu begrüßen, dass in dem Papier explizit gesagt wird, wir müssen mal außerhalb der verschiedenen Sektoren denken und das vernetzt anschauen. Und dann müssen wir schauen, wie viele Ressourcen haben wir überhaupt und dafür nationale Ziele setzen. Und nur so, und wenn diese verbindlich sind, weil in vielen der bestehenden Programme sind unverbindliche Ziele vorhanden, nur wenn diese verbindlich sind, dann haben wir eine ganz klare Lenkungswirkung, wie viel wir einsetzen können. Und nur dann können wir dieses Konstrukt planetare Grenzen, das erwähnen Sie ja auch immer wieder, einhalten. Und das habe ich übrigens etwas vermisst im Papier, dass dieses Thema planetare Grenzen keine klare Bekennung dazu, weil wenn dies geschehen würde, wenn die chemische Industrie sich zu diesen Grenzen bekennen würde, dann würden ganz natürlich andere Geschäftsmodelle, andere Lösungen als nur das chemische Recycling folgen. Chemisches Recycling, ich würde gerne darauf noch eingehen. Ich weiß, dass, ich habe es eben schon gesagt, nicht nur Experten zuschauen. Herr Steinemann, können Sie es in 3 Sätzen erklären? Wird schwer, ich versuche es. Sie müssen sich das vorstellen, zu Hause, Sie spielen mit Lego und bauen eine komplette Wand aus Lego. Und dann können Sie später sagen, diese Wand nehme ich so, wie sie ist und baue sie woanders ein in dem nächsten Spielzeug oder ich zerlege sie in ihre einzelnen Bausteine und kann dann wieder was beliebig Neues und zwar qualitätsverlustfrei daraus machen. Und das passiert, wenn ich werkstofflich recycle, dann nehme ich die ganze Wand und mache quasi wieder das Gleiche daraus. Wenn ich chemisch recycle, dann kann ich aus den Bestandteilen, die ich habe, beliebig anderes machen, auch wieder eine neue Wand, die genauso aussieht, ohne Qualitätsverlust. Es ist also sozusagen ein Zerlegen des Werkstoffes auf kleineren Stufen, wenn Sie so wollen. Das ist energetisch aufwendig und jetzt möchte ich aber da hier noch einen Punkt machen. Genau diese planetaren Grenzen sind nämlich ganz entscheidend, wenn ich langfristig denke. Und wenn ich langfristig denke, muss ich mir überlegen, bei welchen Rohstoffen habe ich denn eine ernstzunehmende Chance, sie langfristig im Kreislauf zu halten. Und das gelingt fast nur bei den Rohstoffen, wo uns die Natur hilft, diese wieder zur Verfügung zu stellen. Und dann sind wir bei der Bioökonomie, die eben schon mal angesprochen wurde. Und dann sind wir bei kohlenstoffhaltigen Materialien. Und dann sind wir, ich muss es leider sagen, auch wieder bei Kunststoffen, weil die nämlich ein Material der Wahl sind, wo die Natur einem hilft, sie mehr oder weniger unendlich im Kreis zu fahren, wenn wir eine echte Bioökonomie aufbauen. Das gelingt mit den meisten Metallen nicht. Einfaches Rechenbeispiel, Aluminium, 90% Recyclingquote. Machen Sie das 11-mal. 11-mal sind Sie bei 1% nach 11 Recyclingzyklen des ursprünglichen Ausgangsmaterials. Der Rest ist unwiederbringlich verloren. Und das müssen wir uns auch mal überlegen, was tun wir uns eigentlich an, wenn wir jetzt so stark auf das Thema Metallrecycling gehen, es in kurzlebige Anwendungen bringen, die dann am Ende des Tages kaum wieder zurückgewonnen werden können oder nach sehr, sehr kurzer Zeit für uns unwiederbringlich unverdünnt verdünnt in der Natur vorliegen. Also wir müssen, da bin ich vollkommen bei Ihnen, viel größer denken. Und müssen deshalb auch den Materialkosmos viel größer denken, weil ansonsten werden wir relativ schnell Schiffbruch erleiden. Herr Füchs hatte sich gemeldet. Zum viel größer denken gehört auch ein Thema, was Sie schon angesprochen haben, nämlich CO2-Recycling. Mhm. Also letztlich, wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden, dann sprechen wir über eine Industriegesellschaft, die auf Photosynthese aufbaut. Ja, auf der doppelten, der biologischen, das ist sagen
die Maschinerie des ganzen biologischen Lebens und technischen Photosynthese, also die Umwandlung von Sonnenlicht, Wasser und CO2 in chemische Energie. Genau. Darum geht es. Und ich meine, wenn wir klimapolitisch denken, dann ist sowieso klar, wir brauchen negative Emissionen. Ja, und das heißt, wir brauchen Carbon Capture im großen Stil und möglichst nicht, um es dann zu verpressen, sondern um es wieder zu nutzen. Also CO2 von Schadstoff zu einem Wertstoff, zu einem Rohstoff umzuwandeln. Das ist, glaube ich, ein Thema, was in den nächsten Jahren viel stärker angegangen werden muss, auch von der Politik, die das noch weitgehend tabuisiert. Frau Scudelli, da können Sie noch gerne darauf antworten. Dann muss ich schon die Schlussrunde einläuten. Dann antworte ich doch auf eine gestellte und auf eine nicht gestellte Frage. Ich glaube, das chemische Recycling ist ein wunderschönes Beispiel dafür, was die Politik nicht machen sollte. Und Sie haben es in einem Nebensatz erwähnt. Sie haben gesagt, es ist sehr energieintensiv. Wir haben in Europa einen europäischen Zertifikatehandel, der bemisst, wie viel CO2 wir emittieren dürfen. Und da ist die komplette Energiewirtschaft mit eingerechnet. Das heißt, da praktisch alle Rahmenbedingungen, die auch für das Advanced Chemische Recycling notwendig sind, ja, sind in Deutschland in irgendeiner Form reglementiert. Entweder über den europäischen Rahmen, über die Industrieemissionsrichtlinie oder über das Umweltrecht, das bei uns in Deutschland übrigens europaweit eines der schärfsten ist. Das heißt, wenn wir doch diese ganzen Reglementierungen schon haben, dann müssen wir doch nicht auch noch einzelne Verfahren reglementieren, sondern dann heißt es einfach, gut, was funktioniert, funktioniert, was sich wirtschaftlich durchsetzt, setzt sich durch und was nicht, das eben dann auch nicht. Und das ist das, was wir unter Technologieoffenheit verstehen. Wir setzen die großen Rahmen, wir wissen genau, was wir in die Umwelt und wie viel wir davon in der Umwelt haben wollen oder auch nicht. Bei CO2 wissen wir, wann wir CO2-neutral sein wollen in Europa. Wir wissen, welche Gefahrenstoffe wir nicht in der Umwelt haben wollen und wir wissen, wie wir mit manchen Gefahrenstoffen einen Umgang haben möchten. Und in dem Rahmen soll doch bitte die Industrie und Wirtschaft machen dürfen, was sie wollen, am besten dahingehend, und Ziel ist ja dahingehend, diese Rohstoffe möglichst lang zu nutzen. Und chemisches Recycling ist ja auch nur ein Überbegriff, 1000 Unterbegriffe drunter, 1000 unterschiedliche Verfahren. Und was es am Ende letztlich sein wird, weiß mit 100%iger Sicherheit niemand, der heute im Parlament sitzt, wahrscheinlich noch nicht mal mehr jemand, der in irgendeinem Ministerium sitzt, weil dafür sind wir nicht verantwortlich. Das macht Forschung, Entwicklung und Industrie gemeinsam. Und die Frage, die Sie mir gestellt hatten, war nochmal. Ich stelle erstmal diese Teilnehmerfrage, weil sie wunderbar. Das passt. Nämlich, hat die Bundesregierung verstanden, also nicht nur Sie, dass es ohne chemisches Recycling nicht geht? Jo. Die Zeit nehmen wir uns gerne. Also, wir haben im Koalitionsvertrag sehr unkonditioniert stehen, dass wir chemisches, also es geht ja nicht um das vollständige Zulassen, es geht um ein ganz großes Symbolthema, das ist die Zulassung des chemischen Recyclingverfahrens im Verpackungsregister. Das ist jetzt ein bisschen technisch, sorry. Aber diejenigen, die die Fragen gestellt haben, wissen, worum es geht. So, das ist ein Elefant, der im Raum steht. Jeder weiß, das ist nicht kriegsentscheidend, aber diese Regulierung ist ein Symbol dafür, wollen wir eigentlich eine moderne Technologie und eine technologieoffene Gesellschaft sein oder nicht. Das ist ein Symbol. Und wir haben im Koalitionsvertrag völlig unkonditioniert stehen, ja, wir werden in dieser Regierung das chemische Recycling in Deutschland ohne Wenn und Aber zulassen. Punkt. So, das steht im Koalitionsvertrag. Und jetzt diskutieren wir gerade über, ja, da steht ein Punkt, aber wir könnten doch sagen für bestimmte Stoffströme oder für bestimmte Anwendungen oder für so. Und meine Arbeit in der Bundesregierung ist, die anderen davon zu überzeugen, dass der Koalitionsvertrag top ist, dass er von den besten Leuten verhandelt worden ist und dass wir ihn punktgenau so umsetzen, wie er dort steht. Und an diesem Projekt arbeiten mit Sicherheit alle Ampelpartner. Danke für die Antwort auf diese Frage. Ich weiß, auch hier könnten wir wieder eine halbe Stunde oder auch eine Stunde länger diskutieren. Sehen Sie mir es nach, wenn ich nicht alle Fragen berücksichtigen kann, die auch gerade noch hier aufpoppen. Schlussrunde, ganz kurz. Es ist eigentlich die gleiche Frage, die ich eben auch gestellt habe. Warum kriegen Sie das hin? Warum wird es gelingen mit der Kreislaufwirtschaft? Frau Scudelli, ein Satz würde mir reichen. Oder zwei. Zwei. Also auf der einen Seite, weil Ressourcen aus außereuropäischen Ausländern zu bekommen immer schwieriger wird und zweitens, weil es alternativlos ist. Herr Steinemann. Drittens, weil wir es können. Ja. Frau Tauer. Viertens, weil ohne Kreislaufwirtschaft kein Klimaschutz. Also weil wir es müssen. Ich danke Ihnen sehr, auch dass es jetzt so kurz und kompakt war. Sie sind großartig. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Judith Scudelny, Rebecca Tauer, Markus Steilemann. Ganz herzlichen Dank.
Herr Füchs bleibt bei mir und Sie dürfen gerne weiter zuhören. Schön, dass Sie da sind. Danke. Wir machen gleich weiter mit einer weiteren Runde. Ich versuche es auch in der Zeit zu schaffen. Es geht nämlich jetzt um Landwirtschaft. Herr Füchs, durchaus emotionales Thema. Wie lief es bei den Konsensgesprächen? Also ich glaube, dass das eines der umstrittensten Themen immer noch sagen ist. Also wenn wir über Eckpunkte eines politischen, gesellschaftlichen Konsenses der Zukunft der Chemieindustrie sprechen, ich glaube, bei dem Thema sind die Konflikte immer noch mit am sagen stärker, und zwar als Grundsatzfragen. Also wie weit brauchen wir überhaupt sowas wie Agrochemie? Das ist umstritten, da gibt es keinen wirklichen sagen Konsens. Brauchen wir grüne Gentechnologie, um mal jetzt das andere Thema, das Unwort sagen, anzusprechen. Was heißt eigentlich ökologische Landwirtschaft? Heißt ökologische Landwirtschaft in diesem traditionellen Verständnis von Öko, was immer so ein bisschen nach 19. Jahrhundert riecht? Oder ist ökologische Landwirtschaft was sagen anderes, eine Kombination von Hightech, moderner Pflanzen, sagen Biologie, Carbon Farming, digitale Landwirtschaft. Also ja, das sind, ich glaube, dass wir da einfach noch eine ganze Wegstrecke haben, um sagen, ein paar so alte Vorurteile und auch Tabus zu durchbrechen und um in eine rationale Diskussion zu kommen, die berücksichtigt, vor welcher Herausforderung wir da stehen. Wir wachsen in Richtung 10 Milliarden Menschen. Das heißt, das Thema Ernährungssicherheit, das wird noch zunehmen. Gleichzeitig wachsen auch andere Ansprüche an die Landwirtschaft, unter anderem die der Industrie. Wir haben über biobasierte Materialien gesprochen. Das heißt, die Landwirtschaft muss produktiver werden. Das ist ein Schlüssel. Ja, und wir können nicht uns leisten, in eine Art Ökolandbau überzugehen, der Produktivität drastisch reduziert. Wir können natürlich über Reduzierung von Fleischkonsum jedenfalls in den wohlhabenden Ländern durchaus für Entlastung auch auf der Fläche sorgen. Aber Öko muss künftig gleichzeitig mit hoher Produktivität einhergehen. Sie haben die Schwierigkeiten bei diesem Thema in wenigen Sätzen herausgearbeitet. Reden wir drüber, mal gucken, vielleicht kommen wir hier weiter. Ich freue mich auf die CTO, also die Technologiechefin aus dem Vorstand der BASF, Melanie Maas-Brunner. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, Platz aus. Dann komme ich zu Ihnen. Das ist nett. Er ist der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Ernährung und Landwirtschaft der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Albert Stegemann. Schön, dass Sie da sind, freue mich sehr. Hallo, grüß Sie. Und er leitet den Fachbereich Landwirtschaft und Landnutzungswandel beim WWF und ist Experte für Landwirtschaft in Afrika, Asien und Lateinamerika. Dr. Rolf Sommer, hallo und herzlich willkommen. Ich merke schon, Sie verschwenden alle keine Zeit. Ich freue mich darüber. Also Sie haben es eben schon auf den Punkt gebracht, die Landwirtschaft der Zukunft, die muss hochproduktiv sein, am besten noch produktiver als heute. Und trotzdem soll sie Umwelt und Klima weniger belasten als heute. Das klingt nach einer kaum lösbaren Aufgabe. Herr Sommer, geht das überhaupt? Kurze Antwort, ja, das geht. Wie? Nee, ich glaube, das lohnt sich jedes Mal ein bisschen abzuschichten. Also ich glaube, es ist wirklich notwendig, deutsche und europäische Landwirtschaft von internationaler Landwirtschaft, Landwirtschaft in Ländern des globalen Südens, das muss man mal getrennt anschauen. Mhm. Und wenn es um Produktionssteigerung geht, dann würde ich mal sagen, ja, das betrifft einen Kontinent wie Afrika, wo die Produktivität pro Fläche ja eben noch sehr, sehr gering ist. Und da müssen wir in Papier wird es ja auch so genannt, nachhaltige Intensivierung. Für Europa, Deutschland, glaube ich, müssen wir nicht über eine nachhaltige Intensivierung sprechen. Im Gegenteil. Wir müssen, oder sagen wir mal, wir müssen über Nachhaltigkeit in der Intensivlandwirtschaft nachdenken. Also da geht es um den massiven Fußabdruck, den die Landwirtschaft und ich sage nicht gerne nur Landwirtschaft, nur die Produktionsseite, sondern auch die
das ganze Ernährungssystem. Wir haben dazu letztes Jahr mehrere Studien rausgebracht und das ist erdrückend, die Zahlen sind erdrückend. Also diese Art und Weise, wie wir hier im Norden Ernährung oder Nahrungsmittel herstellen, unser Ernährungssystem ist einfach überschreitet alle planetaren Grenzen, hat einen massiven Fußabdruck. Und nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch rein in die Länder, wo unser Soja herkommt, womit Schweine gefüttert werden und so weiter. Was schlagen Sie konkret vor? Also, ich würde, wie gesagt, mal bei Deutschland bleiben, ja. Müssen wir, also der ganz konkrete Ansatz ist, wir müssen in die Ernährungssysteme und in die Art und Weise, wie wir produzieren, aber auch in den Konsumentinnenbereich und in unseren Fußabdruck und was wir konsumieren. Das fand ich super, dass das auch im Papier erwähnt wird. Fleischkonsum ist, und es tut mir leid, ich esse auch gerne ein Stück Steak, aber es hat einfach einen massiven Fußabdruck und das können wir nicht wegreden. Und da müssen wir ran, also Fleischkonsum reduzieren, das gibt uns übrigens Fläche, viel Fläche, und da weise ich nochmal auf unsere Studien hin, die wir freisetzen könnten, weil unsere Landwirtschaft in Deutschland massivst darauf ausgerichtet ist, Futtermittel zu produzieren für Tiere, die wir dann verspeisen oder im Fall von Schweinen sogar exportieren. Also wir würden da viel Fläche freisetzen und dann würden wir auch den Druck von der Ökolandwirtschaft nehmen können, denen jetzt vorzuschreiben, noch an Produktivität zuzulegen. Die Suche nach dem richtigen Weg, die ist schwierig, Frau Maas-Brunner. Im Moment gibt es Vorgaben an die Landwirtschaft, weniger Pestizide, weniger Düngemittel einzusetzen. Was heißt das für Sie? Was heißt das für die Industrie? Wie gehen Sie damit um? Ich fange lieber mal damit an, wie Sie das gesagt haben, emotionales Thema. Landwirtschaft, Ernährung, Chemie. Ja. Das ist ideologisch diskutiert und hört sich so mal an, als ob sich gegenseitig alles ausschließen würde. Man geht immer in diese 100% Bio-Schiene. Wir müssen mal gucken, was wir auch in der Vergangenheit gemacht haben. Die Agrarfläche, der Ertrag der Agrarfläche ist über die letzten Jahre konstant gestiegen. Jetzt müssen wir das machen, natürlich mit der Perspektive, dass Biodiversität sehr wichtig ist, dass wir im Prinzip mit den richtigen chemischen Produkten Effizienzen erholen müssen. Aber, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, 10 Milliarden Menschen in Zukunft, Agrarfläche, die vermutlich eher abnimmt, wenn man an den Klimawandel denkt. Und dann auch ganz wichtig, fossile Rohstoffe, wie das ja eben in den Diskussionen schon sehr klar wurde, müssen auch ersetzt werden durch biobasierte Rohstoffe, die gegebenenfalls auch eine gewisse Agrarfläche benötigen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man weiter Effizienzen hebt. Und wir haben ja die richtigen Möglichkeiten. Wir können im Prinzip mit weniger Chemikalien deutlich effizienter durch Dosierung, durch digitale Methoden, ich sag mal so Smart Farming, Predictive das Aufbringen von Chemikalien wirklich ganz gezielt auf die Stelle der Pflanze, die es braucht. Digitalisierung ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Landwirte können mit Daten extrem gut umgehen. Wir können Daten, Wetterdaten, wird es feucht, wird es trocken? Brauche ich überhaupt jetzt eine Chemikalie? Wann muss ich sie aufbringen? Bringe ich sie so auf, dass ich sie geringstmöglich aufbringe, weil vielleicht dann der Schimmelpilz gar nicht mehr wächst? Wir haben die Möglichkeit, mit Drohnenflügen uns Pflanzen anzugucken und genau zu sagen, das Blatt braucht nichts, das Unkraut daneben braucht was. Und ich glaube, damit kommen wir so in diese Brückenschlag, dass wir die Ideologie 100% Bio wird nicht ausreichen, aber Chemie kann das machbar machen und zwar auch nachhaltig genug. So ähnlich ist es ja auch in dem Eckpunktepapier formuliert. Nachhaltig ja, aber nicht zwingend Bio. Herr Stegemann, Ihr Weg auch? Absolut, auf jeden Fall. Also es ist ja alles richtig beschrieben worden. Ressourceneffizienz, ich glaube, das ist der Schlüsselbegriff, nach dem wir uns auch politisch orientieren müssen. Wir tragen ja seit Jahrzehnten das Dogma vor uns her und das hat ja bei Herrn Sommer gerade auch schon durchgeklungen, dass nur ein extensiver Weg am Ende auch ein nachhaltiger ist. Und dieses Dogma, vielleicht hat das auch die Union in der Vergangenheit teilweise ein Stückchen weit mitgetragen. Es war aber noch in einer Zeit, wo wir deutlich mehr Angebot als Nachfrage hatten. Aber wir sehen das jetzt schon seit 50 Jahren, dass sich wirklich im gesamten Nahrungsmittelbereich, Angebot und Nachfrage immer weiter angeglichen haben. Es war nicht nur der 24. Februar, der dann wirklich die Märkte massiv gestresst hat, sondern es ist einfach die Situation, das wurde auch schon gesagt, Fläche wird uns durch den Klimawandel weggefressen. Die Weltbevölkerung nimmt nicht nur zu, sondern sie wird auch wohlhabender und orientiert sich eben auch nach höherwertigen Lebensmitteln. Also von daher müssen wir wirklich die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, auch effizient einsetzen. Das ist tatsächlich der Weg, der wirklich prioritär gegangen werden muss. Und dazu bedarf es eben auch eine neue Offenheit für Pflanzenschutzmittel, weil es gibt neue Pflanzenschutzmittel, die einen wesentlich kleineren ökologischen Fußabdruck haben als bisher bestehende. Aber diese werden, und da muss ich jetzt einmal politisch werden,
hat auch nicht immer ausschließlich etwas mit der Regierung zu tun, sondern teilweise auch mit Ministerien, wirklich aus ideologischen Gründen kommt es hier nicht zu einer Zulassung. Und wir haben eine ähnliche Diskussion bei neuen Züchtungstechnologien. Auch da wird die Diskussion geführt wie vor 20 Jahren aus Angst vor der Killertomate. Ich glaube, wir müssen uns wirklich mal damit auseinandersetzen. Ich glaube, es ist einfach eine politische Ressource, die von manchen Parteien genutzt wird, dass man Ängste schürt. Das haben wir bei anderen politischen Themen auch schon gesehen. Aber wir Menschen sind offensichtlich Wesen, die Risiken nicht immer rational einschätzen. Und das ist eine politische Ressource, die manche Parteien für sich nutzen. Das ist in der Demokratie legitim, das stelle ich gar nicht in Frage, aber wir müssen uns darüber unterhalten, ob das noch verhältnismäßig ist und ob das noch verantwortbar ist. Und ich, wenn Sie das jetzt auch noch erlauben, wenn ich dann jetzt noch mal ein bisschen weiter auch in die aktuelle Regierung schaue, hat das, glaube ich, viel damit zu tun, dass es zwei oder eine Ministerin und einen Minister gibt, die in der Vergangenheit sich tatsächlich stark auch an Realpolitik orientiert haben, aber man hat jetzt das Gefühl, dass der Landwirtschaftsminister und die Umweltministerin sozusagen ihre ideologische Basis bedienen muss. Und deswegen kann ich jetzt auch unter den neuen Vorzeichen, die wir jetzt seit dem 24. Februar sehen, überhaupt nicht erkennen, dass hier irgendein Erkenntnisgewinn dazugekommen ist. Es hat ein kleines Zugeständnis gegeben bei den 4%, will er jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber bei den Kernfragen, wie gehen wir mit Pflanzenschutzmitteln um, wie gehen wir mit neuen Züchtungstechnologien um, wie gehen wir mit dem Thema, mit dem alten Dogma um, Nachhaltigkeit nur durch Extensivierung, das passt nicht mehr in die Welt und darüber müssen wir reden. Frau Maas-Brunner hat genickt bei vielen Dingen, die Sie gerade gesagt haben. Herr Sommer ist sichtlich so ein bisschen unruhiger geworden, hatte ich das Gefühl. Wollen Sie reagieren? Ich weiß es nicht. Ich finde diese Diskussion nicht so zielführend. Also ich würde es gerne vom, und das machen wir beim WWF auch gerne, stärker von hinten aufzäumen. Wo wollen wir denn hin? Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen mit weniger Chemie das Gleiche erreichen, dann muss doch eine Zielsetzung, eine ökologische Zielsetzung sein. Wollen wir diesen Verlust von Biodiversität in der Agrarlandschaft umkehren? Oder danach sollte man sich messen. Und da schwächelt das Papier auch ein bisschen, weil man sagt, was sind denn hier die Indikatoren, an denen das gemessen wird? Ich habe kein Interesse über Quantitäten und 50% Reduktion Farm to Fork. Wenn es wegen mir 60 oder 40 sind, soll es mir auch recht sein, solange wir diesen Impact, diese Ziele erreichen. Wollen wir das umkehren? Bienen sterben und so weiter. Und das Gleiche würde ich jetzt bei grünen Gentechnologien sagen. Ich tue mir schwer, das ist so ein bisschen, ich habe da jetzt ein Tool und suche zwanghaft nach einem Problem. Ich würde gerne bei den Problemen anfangen, dann schauen, was benötigen wir zur Lösung dieser Probleme. Und wenn dann grüne Gentechnologien ein notwendiges Tool sind, würden wir uns nicht dagegen verwehren, mit all den Blick auf Risikoabschätzung und auch gesellschaftliche Akzeptanz. Und vielleicht noch ein zweites Wort zu Gentechnik frei, ist ein Riesenverkaufsargument in Deutschland. Also einige im Lebensmitteleinzelhandel, einige Produzenten würden das sehr stark nach vorne schieben und sagen, das ist das, was unsere Produkte einzigartig macht. Sie sind nämlich gentechnikfrei. Ich möchte dazu direkt mal was sagen. Also das Dumme ist, wir haben in dieser Welt leider nicht nur ein Problem. Es ist nicht nur das Bienensterben. Es ist auch die Ernährung der Bevölkerung, die wir darstellen müssen. Und ich glaube, was das Papier sehr gut zusammenfasst, ist, dass wir dazu eine Toolbox haben und dass wir jetzt, und da stimme ich Ihnen zu, wir dürfen natürlich nicht einseitig die Toolbox nutzen und dann sagen, okay, was wir als Chemie denken, ist das Richtige. Wir müssen das Optimum finden. Und die Toolbox bietet aber sehr viele Möglichkeiten. Die bietet chemische Stoffe, die bietet im Prinzip Züchtungsmodifikationen und ich glaube, da ist viel zu wenig drauf eingegangen worden, auch hier in Deutschland. Damit kann man im Prinzip Pflanzen resistenter machen, gegen Dürre, gegen mehr Hitze. Damit kann man Pflanzen stärker machen, dass sie auch mehr Ertrag erzeugen. Man kann aber auch ganz geschickt biologischen Pflanzenschutz mit chemischen kombinieren. Dann haben wir im Prinzip auch hier, biologisch ist funktioniert, ist meistens nicht ganz so effizient, wenn man es geschickt innovativ kombiniert, funktioniert das. Wir haben aber, und das hatten Sie so ein bisschen angedeutet, ein Riesenproblem. Wir sind stark reguliert. Wenn wir jetzt auch sehen, was die EU-Kommission über Sustainability for Usage of Pesticides bringt, wo es dann wirklich nur um faktische Reduktion von Stoffen geht und nicht um im Prinzip, was kann man denn maximal erreichen, dann ist das, glaube ich, wissenschaftlich nicht die richtige Basis. Ich glaube, wir sollten uns einmal auf eine Basis einigen und sagen, von da aus versuchen wir uns gemeinsam in ein Optimum. Wie kriegen wir Ertragsfähigkeit hin? Und wir kommen noch an ein Thema, das wird ja gleich nochmal diskutiert, das ist, wie geht denn die EU mit der Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit, CSS, um?
Wenn uns hier jetzt im Prinzip ganz am Anfang der Innovationskette schon Sachen verboten werden, weil wir im Prinzip sehr risikobasiert darauf gucken, sehr gefahrenbasiert darauf gucken und nicht risikobasiert, dann haben wir wirklich ein Problem. Dann kommt auch die Innovation gar nicht mehr zum Tragen, die vielleicht genau in ihre Richtung arbeiten möchte. Danke, dass Sie Werbung machen für das Thema. Aber im Moment müssen wir versuchen, die Landwirtschaft tatsächlich noch in time hinzukriegen. Sie hatten sich zuerst gemeldet, Antwort auf das, was Frau Maasbrunner gesagt hat. Ja, eine der Fragen, die Sie mir oder uns vorab gestellt haben, was hat uns überrascht? Und überrascht hat mich der Satz, ich habe extra meine Brille mitgebracht, aber ich kann es jetzt auch so lesen, im Papier 1:1. Eine Fortsetzung dieses Modells, und es bezieht sich auf die landwirtschaftliche Produktion, ist so nicht möglich, ist nur ein Papier. Das hat mich überrascht. Ich dachte, wow, das von dem Verband Chemische Industrie das, und die Problembeschreibung, das Kapitel, was dem vorweggeht, hätte der WWF so geschrieben haben. Oder das ist 1:1, das wir vom WWF sagen. Und darüber sollten wir vielleicht einen Moment sprechen. Ob das gesichert ist. Wenn wir sagen, das momentane Modell ist so nicht tragfähig, können wir nicht weiterführen. Dann müssen wir uns überlegen, welches denn sonst? Und wenn wir von einer echten Transformation sprechen, dann sind da viele, viele Dinge zugleich zu betrachten. Und dieses Dilemma Ernährungskrise, Biodiversitätskrise, Klimakrise muss dann zusammengedacht. Und das darf ich einen positiven Satz sagen, dass dadurch, dass diese drei Krisen so eng miteinander hängen, haben wir auch die Möglichkeit, mit wenigen Mitteln auch alle drei gleichzeitig positiv zu beeinflussen. Dann lasst uns das doch kurz abfragen. Ist das so Konsens? Sehen Sie das auch so? Das Modell, so wie es jetzt läuft, kann es nicht weiterlaufen? Kurze Antwort bitte. Dass wir modernisieren müssen, ist gar keine Frage. Das können wir aber auch. Aber nochmal, ich bin ein Freund der nachhaltigen Intensivierung. Wir brauchen einfach, also wenn wir beim Thema Artenvielfalt, nehmen wir das doch. Da sind halt die klassischen Verbände fordern halt Extensivierung, Stilllegung. So funktioniert das am Ende nicht. Dann werden wir unsere Ernährung nicht ernähren können, unsere Bevölkerung nicht ernähren können, sondern was wir brauchen, sind tatsächlich Blühstreifen. Wir brauchen mehr Vielfalt in der Kulturlandschaft, aber wenn ich dieses, das kann ich auch mit der neuen GAP, kann ich das sehr intelligent fördern, das ist alles möglich. Diese Instrumente werden ja gerade erneuert, darüber diskutieren wir, aber dann brauche ich natürlich auf der bestehenden Kulturfläche brauche ich auch eine gesunde Intensivierung, aber natürlich auch mit Hinblick, ich brauche auch hier wirklich die Ressourcen der Digitalisierung, um wirklich beim Grundwasserschutz voranzukommen, aber die Punkte sind ja alle angesprochen worden, dass wir wirklich Präzisionsfarming betreiben, um beim Thema Pflanzenschutz, bei Düngung auch zu sparen. Aber es geht am Ende, wir kommen nicht umhin, um auch im gesunden Umfang auch zu intensivieren. Ja, Frage, die auch gerade dazu reinkommt, welche Potenziale erwarten Sie sich von der Digitalisierung der Landwirtschaft mit Blick auf Artenvielfalt, Naturschutz und Reduzierung der Klimaemissionen? Herr Füchs, vielleicht dazu auch? Ich würde gerne noch mal ein bisschen auch Sie hatten Sie eben schon gemeldet. Machen wir das gleich noch schnell. Sagen, also zu 2-3 Stichworten. Das eine, ich meine, wer könnte Herrn Sommer widersprechen, ja, wenn er sagt, mit diesem Fleischkonsum, das ist ein riesiges Problem. Es ist ein tierethisches Problem, ja, die Tierquälerei, die damit verbunden ist. Es ist ein ökologisches Problem, Klimaemissionen. Es ist ein soziales Problem, wenn wir sehen, woher importieren wir unsere Food und so weiter und so weiter. Aber was ist die Antwort darauf? Ja, ich bin absolut dafür, auch im Sinne von Aufklärung, Bildung, zu sagen, Leute, es gibt jede Menge gute Gründe, weniger Fleisch zu essen. Und wenn, dann tatsächlich Biofleisch zu essen, was unter akzeptablen Bedingungen produziert wird. Worden ist. Ganz werden die Tiere sowieso nicht verschwinden können aus unserer Landwirtschaft und aus unserer Kulturlandschaft. Aber wenn ich mir die Entwicklung global angucke, dann fehlt mir ein bisschen der Glaube, dass tatsächlich die Fleischproduktion global gesehen drastisch reduziert werden kann. Ja, und deshalb glaube ich, müssen wir über diese ganz verschiedenen Pfade gleichzeitig gehen. Ja, das pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte, synthetisches Fleisch gehört genauso dazu. Andere Standards für die Tierhaltung. Ja, also ich glaube, wir müssen da einen Multifaktor Zugang finden und können nicht alles auf die Karte
Reduzierung setzt. Ja, ich habe gleich zwei Wortmeldungen dazu und eigentlich keine Minute mehr Zeit. Aber dennoch versuche ich es zum Thema Fleischkonsum. Sie zuerst, dann Herr Sommer. Wirklich, nur ganz kurz. Also man muss dazu wissen, dass nur 17% der Biomasse, die in Deutschland wächst, tatsächlich vegan nutzbar sind. Also wir brauchen unbedingt den Tiermagen. Wir brauchen zum Beispiel nachvollziehbarerweise den Wiederkäuer, um zum Beispiel ein Drittel unserer Kulturfläche, das Grünland, zu nutzen. Wir haben sehr viele Abfälle, auch aus Industrieproduktion, die wir nur über das Schwein verwerten können. Also sicherlich kann man über Fleischkonsum diskutieren. Das muss aber, das ist mir jetzt auch nochmal wichtig in der ganzen Diskussion, das muss nachfrageseits passieren. Also wenn ich den Landwirtschaftsminister höre, höre ich immer nur, wir müssen das Angebot verringern, dann wird sich auch die Nachfrage verringern. Ganz kurz haben Sie versprochen. Okay, alles gut. Herr Sommer, ganz kurz dazu. Ja, jetzt wird es doch noch ein bisschen kontrovers. Das halte ich für echt für Augenwischerei, weil der Fußabdruck kommt ja nicht von irgendwoher, sondern dadurch, dass wir massivst Soja aus Südamerika importieren und dort Natur zerstören, unwiederbringlich. Von daher ist das mit dem Fleischkonsum, und das habe ich ja schon gesagt, ich wünschte, es wäre anders. Ein zweiter Satz noch. Intensivierung, ich weiß gar nicht, wo Sie da hinwollen in Deutschland noch. Es wäre ja schön, wenn wir jetzt Ansätze bekämen aus Forschung und Entwicklung, die sagen, guck mal, wir können 15 Tonnen Weizen pro Hektar produzieren mit einem viel kleineren Fußabdruck. Aber das ist doch überhaupt nicht in Sicht. Also ist die Frage, wo soll diese Intensivierung hingehen? Und ich wollte noch was anderes sagen, aber gut, war ja sollte kurz sagen. Okay, aber tatsächlich haben wir festgestellt... Intensivierung spart auch Fläche, ja? Also wenn wir mehr Wildnis wollen, dann müssen wir schon, brauchen wir eine intensive Landwirtschaft. Und in Sicht ist manches auch nicht, weil unsere Zulassungsverfahren extrem lang sind. Wenn wir die mal ein bisschen verkürzen würden, könnten wir auch Geschwindigkeit bei Innovationen bekommen. Ralf Füchs hat es ja schon angedroht am Anfang. Das könnte eine kontroverse Runde werden. Das finde ich auch prima so. Wir merken aber alle, wir könnten und sollten auch weiter darüber diskutieren, vielleicht mal eine ausführliche Diskussion nur zu diesem Thema führen. Heute haben wir noch zwei weitere Themen, die natürlich auch ihr Recht fordern und auch ein bisschen Zeit brauchen. Schlussrunde deshalb, ein bisschen variiert vielleicht zu der Frage eben. Ich möchte schon von Ihnen wissen, warum kriegen das alle Player gemeinsam hin in den nächsten Jahren? Eine nachhaltige Landwirtschaft. Frage 2, aber auch die sich daran anschließt, wie nehmen Sie die Verbraucherinnen und Verbraucher dabei mit? Herr Sommer, fangen Sie an. Kurzer Satz gerne dazu. Warum, ich darf es auch ganz positiv nochmal sagen, weil es Papiere gibt wie diese, total ambitioniert, wo ich sage, wow, wirklich beeindruckend, wenn der VCI, wenn das nicht nur eine Ankündigung ist, woraus nichts weiter wird, und dann muss sich die chemische Industrie natürlich an den Taten, an den Umsetzungen messen lassen, nicht an schönen Worten, wenn das passiert, gepaart mit der Notwendigkeit, das wollte ich eben noch sagen, unser Landwirtschaftssystem in Deutschland ist total an die Wand gefahren. Ich kenne allein in meinem Heimatort 3 Schweinebauern, die letzten 2 Jahre aufgegeben haben, weil sich das einfach auch nicht mehr lohnt. Und dann der Fußabdruck, die Gewissheit und das, was auch gesellschaftlich jetzt Akzeptanz wird, dass wir umsteuern müssen. Deswegen bin ich doch ganz positiv gestimmt, dass wir das noch, die Kurve noch kriegen werden. Auch Sie haben positiv die Kurve gekriegt? Mhm. Was sagen Sie, warum schaffen wir es und wie nehmen wir die Verbraucher mit? Es gibt schöne Papiere, es gibt viele Diskussionen und es gibt Realitäten. Und wir sehen momentan an den Märkten, dass die Lebensmittelpreise den Energiepreisen folgen. Bin felsenfest davon überzeugt, dass wir in den nächsten Monaten erheblichste Diskussionen in der Bevölkerung über die Energiepreise bekommen, die dann aber nochmal intensiviert werden über die Steigerung der Lebensmittelpreise. Und ich glaube, dass wir dann in vielerlei Hinsicht eine ganz andere Diskussion brauchen und auch eine ganz andere Diskussion erleben werden, die dann am Ende dazu führt, dass wir eine ressourceneffiziente Landwirtschaft etabliert bekommen. Und davon gehe ich fest aus. Frau Maasbrunner. Ich mache es ganz kurz. Wir schaffen das, weil wir es schaffen müssen. Und weil wir im Prinzip jetzt bereit sind, in diese Diskussion einzusteigen mit allen Stakeholdern und wir uns auch, glaube ich, zum ersten Mal alle gegenseitig zuhören. Und wenn dann eine Kompromissbereitschaft da ist, um das Optimum, was ich eben genannt habe, zu erreichen, dann, glaube ich, ist es wirklich soweit. Herr Füchs? Ja, ich würde meinen Optimismus vor allem aus 2 Quellen ziehen. Das eine, dass es doch einen sehr greifbaren Bewusstseinswandel gibt, vor allem in der jüngeren Generation, was Ernährung angeht und die Verantwortung der Einzelnen für das Große und Ganze. Und das Zweite, ich glaube, dass wir noch ein enormes Innovationspotenzial auch in der Landwirtschaft haben und dass wir diese beiden Seiten, Verantwortung und Innovationsoffenheit, zusammenbringen müssen.
Danke, Herr Füchs. Danke für diese Runde. Ich habe überzogen, ich habe es mir so vorgenommen, dass ich es nicht mache, aber wir machen weiter. Eigentlich wollten wir um 15:15 weitermachen mit dem nächsten Thema. Das ist einfach zu knapp. Sagen wir 15:20 hier wieder in diesem Saal. Erst Chemikalienstrategie, dann Pharma. Danke an diese Runde, danke für Ihr Interesse, danke für Ihre Fragen. Bis gleich. Vielen Dank, Herr Sommer. Danke.
Da sind wir wieder. Noch einmal ein herzliches Hallo aus Berlin und ein herzliches Hallo hier in Berlin bei dieser gemeinsamen Veranstaltung vom VCI und dem Zentrum Liberale Moderne. Komplexes Thema jetzt. Es geht um Chemikalienstrategie und die von der EU geplante CSS, der Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit. Klingt ja erstmal gut, trotzdem gibt es einiges zu besprechen. Lassen Sie uns das tun und zwar gerne noch einmal mit Melanie Maas-Brunner vom Vorstand der BASF. Noch einmal herzlich willkommen.
Wer zweimal kommt, kriegt auch zweimal Applaus. Das finde ich wunderbar. Wir sprechen auch mit einer Bundestagsabgeordneten von der SPD aus dem Umwelt- und Verbraucherschutzausschuss, Franziska Kersten. Herzlich willkommen. Hallo, Frau Kersten. Offiziell. Und sehen Sie mal, auf meinem Zettel steht noch, Sie werden online zugeschaltet. Ich bin so froh, dass Sie persönlich da sind. Toll, klasse, danke schön fürs Kommen. Wir sprechen auch mit dem Leiter des Fachgebiets International Chemicals Management beim Umweltbundesamt UBA, Hans-Christian Stolzenberg. Da ist er. Herzlich willkommen. Frau Maas-Brunner, was löst der Begriff CSS bei Ihnen aus? Vorfreude auf viele Innovationen oder eher Sorge? Eben sprachen wir von Emotionen, jetzt würde ich sagen Bluthochdruck. Aber da haben Sie bestimmt auch was, zumindest die Kollegen. Ja. Also ich glaube, dass eine Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit, das natürlich wichtig ist und Nachhaltigkeit in der Chemie, dass wir das schon gut gemacht haben. Ich glaube, das hat die EU-Kommission uns auch attestiert mit REACH, aber dass wir auch noch besser werden können, das gestehen wir uns alle zu. Aber das Wie ist schon wirklich erstaunlich. Hier geht eindeutig Schnelligkeit vor Qualität. Hier geht eindeutig eine ganze Latte an Maßnahmen, 80 Maßnahmen sind es ja in Summe, die alle nicht miteinander unbedingt abgestimmt sind, schnellstmöglich durchzudrücken, ohne im Prinzip wissenschaftliche Ansätze überhaupt nur in Erwägung zu ziehen. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz zwei Beispiele nennen, die das greifbar machen. Wir haben hier im Prinzip diesen eine Maßnahme Generic Risk Approach. Das kennen wir von REACH, da haben wir auch Produkte, die, wenn sie an den Konsumenten gehen und die sind karzinogen oder mutagen oder reprotoxisch, die dürfen dann nicht benutzt werden. Mhm. Alles okay. Das Ganze soll jetzt extrem ausgeweitet werden, einmal in der Art der Klassifizierung, was da noch alles reinkommt und dann auch in die professionelle Anwendung. Da müssen Sie sich vorstellen, dass im Prinzip manche Produkte, die in der professionellen Anwendung heutzutage gehandhabt werden, um zum Beispiel, Enzyme zu produzieren für Waschmittel, die helfen uns, Energie zu sparen, weil man den Wäsche auch deutlich kälter waschen kann. Die sind aber atmungssensibilisierend und die sollen verboten werden. Die werden aber im Prinzip in der Anwendung letztendlich in einer gecoateten oder einer flüssigen Anwendung an den Endkunden abgegeben. Warum soll man das nicht benutzen können? Und das macht es schon ein bisschen skurril. Dann kommt das Nächste. Es wird jetzt stoffgruppenmäßig geclustert. Ein Produkt hat eine gewisse Gefährdung, alle gleichen, ähnlichen Stoffe sollen auch beschränkt werden. Das ist wissenschaftlicher Nonsens, weil man muss schon auf die Molekülebene gehen und gucken, was die Produkte für Eigenschaften haben. Und da würde ich mir hoffen, dass da diese Rationale kommt, weil wir kommen zu einer Situation, wo extrem viele Produkte verboten werden könnten. Das macht einer BASF de facto vermutlich relativ gesehen nicht ganz so viel aus, weil wir noch mehr Produkte haben. Wenn Sie jetzt aber eine One-Product-Company sind, die darauf angewiesen sind, vielleicht mit 30 Mitarbeitern dieses Produkt zu nutzen, weil das ist Ihr Geschäftsmodell, dann ist das vielleicht weg. Und wollen wir das wirklich? Leidenschaftliche Antwort. Die Frage, die ich Ihnen stellen wollte, was heißt das gerade für kleine Unternehmen, haben Sie schon vorweggenommen. Ich frage einfach eine Reaktion ab. Herr Stolzenberg, Frau Kersten, vielleicht will Frau Kersten anfangen. Das war sehr leidenschaftlich. Ja, das war sehr leidenschaftlich und ich kann erstmal viele Ängste zumindest verstehen. Wir als Politiker müssen uns immer so ein bisschen einsortieren. Wir müssen schauen, wo wir irgendwo unseren Ansatz haben. Das ist diese Verordnung, die da kommen soll, ist auf europäischer Ebene. Wir im Bundestag kriegen mehr oder weniger dann Vorlagen und wir müssen die besprechen und müssen schauen, wo mehr oder weniger da Gefahr vielleicht für Erhalt der Industriestandorte und so weiter besteht. Ich würde jetzt erstmal Ihre gesamte Diskussionsrunde schon mal gut finden, dass Sie mit Industrie, mit NGOs und wirklich mit der Zivilgesellschaft darüber diskutieren, wo die Chancen und wo die Risiken für die Chemieindustrie liegen. Und diese Debatte, sage ich mal, sollten wir so weit führen, dass wir wissenschaftsbasiert Entscheidungen fällen. Und dass wir vielleicht auch unterscheiden, auch sagen wir mal Regularien, was ist Essential Use? Das ist alles für mich noch nicht ausdiskutiert. Insofern müssen wir uns darauf konzentrieren, dass wir vielleicht nicht jetzt schon Lösungen von vornherein ausschließen, die uns vielleicht dann helfen, Klimaneutralität und alles, was wir damit machen wollen, mit Hilfe der Chemie auch zu erreichen. Hm? Herr Stolzenberg, einer der Punkte, auf die Sie sich ja offenbar auch geeinigt haben, in dem Eckpunktepapier lautet, CSS ja, aber sie darf kein Hemmschuh für Investitionen und Innovationen sein. Wie ist Ihre Reaktion auf die Ausführung von Maas-Brunner? Vielen Dank für die Einladung. Das ist nämlich schon mal sehr gut, dass wir hier zusammenkommen und interaktiver darüber reden. Und tatsächlich gehört das zu den wenigen echten Irritationen für mich, weil ich diese
Geschichte wir bewegen uns dann in eine völlig unwissenschaftliche Richtung nicht passend finde. Ne? Also wir machen das eigentlich schon immer. Wir haben Einstufung und Kennzeichnung als Grundlage für Chemikalienmanagement. Da werden jetzt die Instrumente ein bisschen neu sortiert und man muss darüber diskutieren, wie weit das gut ist und wie weit nicht. Und ich denke aber auch, das fördert Innovationen. Also das war auch so ein bisschen irritierender Satz, ne? dass dieses Gleichgewicht, das gesucht wird zwischen einem möglichst vielfältigen und innovativen chemischen Werkzeugkasten auf der einen Seite, sicheren und nachhaltigen Produkten auf der anderen. Ein Innovationsfeuerwerk für sichere und nachhaltige Produkte, was spricht dagegen? Und da, wo wir ohne gefährliche Stoffe nicht auskommen, da müssen wir drüber reden. Und Essential Use ist eine Riesendebatte. Aber es ist die Interaktion, die ist wichtig. Ich glaube, da müssen wir weitermachen. Darf ich da direkt drauf reagieren? Sie haben ja im Prinzip völlig recht. Aber das Papier beschreibt auch wunderbar, das Ganze kommt jetzt mit einer Vehemenz auf uns zu, diese sogenannte Double-Twin-Transition, in der die Chemie steckt. Wir müssen ganz schön viel auf einmal heben. Die Themen sind ja heute auch alle angeschnitten worden. Was wir uns wünschen, ist eine vernünftige Priorisierung und auch eine Zeitschiene, um Innovationen machbar zu machen. Ich bin selbst Chemikerin. Sie kriegen keine Innovation, wenn es etwas Grundlegendes ist, kürzer als in 5 Jahren hin. Vielleicht dauert es sogar 10 Jahre. So, wenn Sie aber mit Regularien kommen, dann bremsen Sie erstmal die Innovation, wenn diese Regularien schon sehr schnell eingeführt werden sollen. Dann ist es auch so, dass ja jede Firma setzt sich ja so und so schon im Portfolio-Management die Zielgröße, dass das Portfolio nachhaltigst wie möglich sein soll. Das heißt, wir haben ja an allen großen Firmen, wir nennen es bei uns Triple S, im Prinzip den Phase-Out von Produkten, die klassifiziert werden könnten und deshalb wegfallen müssen. Das sehen wir genau ein und wir innovieren an Produkten, die genau in diese guten Cluster einzahlen. Das dauert aber eine Zeit und das soll auch nicht gebremst werden, indem man im Prinzip per se sagt, Gefährdung ist das Einzige, was zählt. Risikomanagement wollen wir nicht. Und ich glaube, die Chemieindustrie hat in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass wir extrem gut im Risikomanagement sind. Und das ist auch über REACH so dargestellt und wird auch vernünftig gelebt. Und ich glaube, da sind wir auch weltweit mit REACH die Besten. Aber in dieser Nuance, wie krass, das Wort krass kam ja eben, dass jetzt kommen soll, das kann ich nicht mit Ihnen teilen. Ja, sind bestimmte chemische Stoffe ein Risiko oder sind sie eine Gefahr? Das ist ja so eine ganz grundsätzliche Frage, die, glaube ich, auch in den Gesprächen intensiv diskutiert wurde. Wie sehen Sie es, Frau Kersten und Herr Stolzenberg? Ist das eher die Seite tatsächlich gefährlich oder geht es um ein Risiko, das handelbar ist, das professionell handelbar ist? Und wie sehen Sie die aktuellen Entwürfe zur CSS im Hinblick auf diese Frage? Wir müssen ja einmal anschauen, dass wir im Prinzip bestimmte essentielle Stoffe, wenn die sozusagen sicher nicht an die Umwelt gelangen, dass sie dann durchaus einen Nutzen haben können für die chemische Industrie. Bloß diese Sicherstellung dessen, wir haben am Umweltbundesamt, ich war irgendwann mal seine Vizepräsidentin, also ich bin so ein bisschen auch verbandelt, man muss es ja vorher immer ansagen. Da ist es aber so, dass wir da diese Human Biomonitoring gehabt und da waren schon erschreckende Erkenntnisse darüber, was im Blut von wirklich Kindern und so zu finden ist. Also wir müssen schauen, dass wir da durchaus eine harte Regulierung reinkriegen. Wir können da nicht, sag ich mal, das neue Denken, was wir jetzt in der Chemieindustrie vermerken, das hätte vor 40 Jahren vielleicht auch schon geholfen, bestimmte Sachen auch stärker zu reglementieren. Insofern würde ich das schon gerne an Herrn Stolzenberg mal weitergeben, wie er die Position jetzt sieht, aber es ist durchaus noch Luft nach oben. Also das Umweltbundesamt macht ja unter anderem wissenschaftliche Politikberatung und ich glaube, hier brauche ich niemandem zu erklären, den Unterschied zwischen Gefährlichkeit von einem Stoff, das sind ziemlich viele, und einem Risiko, das tritt eben dann ein, wenn so ein gefährlicher Stoff dahin kommt, wo er nicht hin soll. Das ist alles ganz komplex geregelt. Ich war 7 Jahre im Risikobewertungsausschuss der Europäischen Chemikalienagentur, also ich weiß, worum es da geht. Deswegen stört mich, dass das jetzt so als immer als Graben formuliert wird, anstatt dass wir pragmatisch klären, wo hilft es uns. Und ich will es nochmal mit meiner internationalen Perspektive erläutern, die ich seit 10 Jahren habe. Da bin ich auf der UN-Ebene und wir haben eben weltweit das sehr große Problem, dass viele noch nicht die Mindestmöglichkeiten haben, mit Chemikalien ordentlich umzugehen, weder institutionell noch mit ihren Kompetenzen. Und da ist es dann doch auch ein Problem. Ich glaube, dass wir das in Deutschland sehr gut hinkriegen und wir haben ja hier den Fokus auf Deutschland, aber die Chemieindustrie ist global und das müssen wir uns angucken. Letzte Woche Black-Kongress, da hat die Kollegin Erika Kunz vom VCI wieder das Tiger-Ding gebracht. Ne? Wenn Sie einen Tiger in den Käfig sperren, ist er ja nicht mehr gefährlich.
erstens ist ein Tiger nicht so gut mit zigtausend Chemikalien gleichzusetzen und zweitens müssten wir dann mehr über Käfige reden, ne? Wer überhaupt welche hat und wie die genau aussehen müssen. Also insofern möchte ich da eine Lanze für brechen, dass wir da pragmatisch herangehen und das nicht so als Graben formulieren. Und Frau Maasbrunner will direkt antworten. Ja, also mich nicht. Aus meiner Sicht ist das CSS derzeit eine europäische Geschichte und Sie sprechen von Kompetenzen, die irgendwo in der Welt fehlen. Ich glaube, die werden über das CSS nicht besser werden, weil das wird in anderen Kontinenten nicht nachvollzogen werden und einfach weitergemacht werden wie bisher. Das heißt, wir retten damit nicht die Welt, wir machen es in Europa besser. Dass Luft nach oben ist, stimme ich Ihnen voll zu. Wir zeigen der Welt, wie es geht. Ne? Ja, das machen andere auch. Entschuldigung, das kam jetzt komisch aus. Um die Brücke zu bauen. Ja. Ich glaube, uns würde es extrem helfen, und Sie haben es auch gesagt, wenn wir wüssten, was Essential Use ist. Das ist extrem schwierig. Ich glaube, jeder von uns könnte unter der Dusche einen Kriterienkatalog für Essential Use aufschreiben, der valide ist. Der sieht aber überall anders aus. Und ich befürchte, dass jedes Land in Europa das anders machen wird. Und Essential Use kann sich auch in so einer Krisensituation, in der wir jetzt sind, extrem ändern. So. Wenn wir da eine Sicherheit hätten, wäre das gut. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, aus der heutigen Perspektive Stoffe verbannen, die einen Nutzen haben und die diesen Nutzen in ihre Kalkulation aber nicht einbeziehen, dann ist das für mich einen Schritt zu kurz gesprungen. Man muss das mal ein bisschen plakativ machen. Ich gehe jetzt mal Bremsschutzmittel, Boratin-Bremsschutzmittel. Das sind Hightech-Bremsschutzmittel, die brauchen wir. SUVs sind sehr schwer, wenn die Bremsen nicht funktionieren, so in den schnellen Zyklen, wie wir es haben wollen, haben wir ein unsicheres Auto. So, wenn Borate raus sind, akzeptieren Sie das. Wir innovieren denn sicherlich an neuen Produkten, aber nicht in dem Moment, in dem sie die verbieten. Die werden aber nicht von mir persönlich irgendwo selbst ausgetauscht, sondern das machen professionelle Leute in der Autowerkstatt. Die können das. Und die Antwort? Das ist ein bisschen so diese Abwägung. Gut, Nachhaltigkeit ist ein breites Thema. Ne? Man könnte dann auch sagen, vielleicht muss das Auto ein bisschen leichter werden. Ne? Das ist ja auch eine Lösung, wie man da rangeht. Aber also auch um nicht missverstanden zu werden mit wir zeigen dem Rest der Welt, wie es geht. Ich wollte damit nur sagen, da, wo die Käfige nicht da sind, ist es natürlich gut, wenn wir zeigen, es gibt für bestimmte gesellschaftliche Bedürfnisse Lösungen, die auch dank Innovation mit weniger gefährlichen Stoffen klarkommen. Ne? Und da, wo es nicht geht, klar, da müssen wir auch... Müssen wir ein wichtiges Wort in den Raum stellen und das heißt Wettbewerbsfähigkeit. Vielleicht kommentieren Sie das auch. Das weiß ich, ja. Ich bin das. Wollen Sie es kommentieren? Nein, ich bin ja da nicht kompetent, das kann ich dir ja so sagen. Da sind Sie kompetent. Die Politik muss in jedem Fall die Rahmenbedingungen schaffen, auch damit schnell bessere und sichere Produkte in gleicher Funktion auf den Markt kommen. Wie kann das am besten organisiert werden? Wie können auch die Rahmenbedingungen dafür am besten organisiert werden? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie alle heute auf Twitter unterwegs waren. Wir haben heute mehr oder weniger eine Pressemitteilung bekommen, dass das Center für chemische Transformation der Chemieindustrie jetzt nach Mittelsachsen kommt, nach Delitzsch. Ich bin in der Nähe aufgewachsen. Ich finde, das ist eine Gegend, wo man wirklich gut die jeweiligen Verbindungen in die Chemie-Dreieck nach Leuna findet, dass man auch zum Uber es nicht so weit hat. Also vielleicht gelingt uns dadurch vielleicht eine Zusammenarbeit auf diesem wirklich wichtigen Gebiet. Die Transformation der Chemieindustrie ist notwendig und das mit den jeweiligen Rahmenbedingungen und die Politik wird sich dann an den Erkenntnissen dran langhangeln. Wir können nicht als Politiker meinen, dass wir wüssten, wie es geht und ohne uns auf die Wissenschaft und auf die Erkenntnisse der Leute, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen, auseinanderzusetzen. Dennoch muss die CSS ja ausgestaltet werden und verfeinert werden, auch Kritikpunkte müssen eingearbeitet werden. Qualität vor Geschwindigkeit bei der Ausgestaltung der CSS. Auch diese Forderung steht im Eckpunktepapier, richtig, Herr Füchs? Ja. Die haben wir übernommen, weil es plausibel ist. Das gilt ja auch für andere Lebensbereiche. Ja. Also ich höre da mehr oder weniger als interessierter Laie zu bei sagen, dieser Debatte. Also nur zwei Anmerkungen dazu. Das erste würde mich interessieren, wie groß ist der Problemdruck? Ja, also ich bin sagen, politisch sozialisiert worden und grün sozialisiert worden in den 70er Jahren und da war Chemie eigentlich, wurde gleichgesetzt mit Gift. Ja, wir hatten die großen Chemieunfälle, Seveso, Sandoz und jede Menge Skandale, wie substanziell sie auch waren, über Gift in Lebensmitteln, Holzschutzmittel, Lösemittel, Dioxin, Unfruchtbarkeit aufgrund von seinen Chemikalien. So, das ist jetzt 30, 40 Jahre her. Mich würde interessieren, wie weit sind wir jetzt eigentlich gekommen
in der Reduzierung und Begrenzung von Risiken in der Chemie und wie hoch und massiv ist jetzt der Handlungsdruck, um ein so umfassendes regulatorisches Werk in Gang zu setzen. Und das Zweite, ich verstehe natürlich, also ist ja klar, dass keine wirklich gefährlichen Stoffe direkt in die, bei den Endverbraucherinnen landen dürfen, aber wir reden ja über einen anderen Bereich der industriellen Anwendung. Und da braucht es eben doch eine aufgeklärte Abwägung zwischen Risiken und Nutzen. Ja, und wenn diese Nutzenseite nicht mehr da ist, sagen, dann kippt das Ganze. Da nicken alle zustimmend. Vielleicht können wir mal auf ein paar Zuschauerfragen oder Teilnehmer und Teilnehmerinnenfragen eingehen. Hier geht eine Frage direkt an Herrn Stolzenberg zu den Stellungnahmen des BfR bezüglich der Nichtwissenschaftlichkeit wichtiger Ansätze der CSS. Zum Beispiel Mixture Assessment Factor. Sie können da vielleicht was zu sagen, aber es geht ja in die Richtung, die er auch angedeutet hat zumindest. Genau, da sind wir wieder bei dem Punkt. Lasst uns sozusagen konkreter darüber reden. Ein Mixture Assessment Factor, also ich bin seit 10 Jahren in REACH nicht mehr so nah drin. Das ist natürlich ein ganz grobes Instrument, ne? Das ist aber auch nicht unwissenschaftlich. Da gibt es Grundlagen für, warum man denkt, dass so oder so wäre es ganz vernünftig. Es ist eben eine insgesamt sehr komplexe Gemengelage, ne? Und manchmal hilft man sich zunächst mal mit etwas groben Methoden und dann finde ich aber richtig, immer weiterzugehen in eine umfassende Nachhaltigkeitsbetrachtung. Ne? Welches gesellschaftliche Bedarf ist da in Richtung Nachhaltigkeit? Wie können wir den befriedigen? Wie können wir möglichst mit sicheren und auch harmlosen Stoffen befriedigen? Wenn nicht, wie kriegen wir es wirklich sicher hin, auch für andere Teile der Welt? Und das ist ja doch auf dem europäischen, in der Strategie steht ja auch so ein 5. Teil. Wir wollen tatsächlich auch ausstrahlen damit, indem wir zeigen, wie es besser geht und vielleicht andere die Fehler nicht nachmachen, die wir gemacht haben. Und es ist ein Intensitätsproblem, ne? Also wenn Sie eine im Prinzip sichere Anwendung haben und das aber, wir haben eine Verdopplung des Chemikalienumsatzes alle 15 Jahre und das ist weltweit, hier bei uns nicht so, dann ist es einfach die Menge, die es macht. Selbst wenn da kleine Umwelteinträge sind von Stoffen, die nie wieder abgebaut werden, Stichwort Per- und Polyfluorierte, dann summiert sich das auf. Dann haben wir ein Problem, was vielleicht keine akute Giftigkeit ist, so wie das früher mal war, aber trotzdem ein Problem ist, das wir nicht kleinreden dürfen. Weitere Teilnehmer fragen, welche wirtschaftlichen Folgen wird die CSS in ihrer jetzigen Form, also der Kommissionsvorschlag, auf die chemische Industrie haben? Frau Maasbrunner. Ja, da gibt es eine Studie, die CEFIC beauftragt hat und da geht man davon aus, wie viele Stoffe potenziell gebannt werden könnten und da ist eine Diskrepanz zwischen, sagen wir mal, den wirklich kritischen Stoffen und welche gebannt werden könnten. Es könnte sein, dass man bis zu 28% des gesamten europäischen Chemieumsatzes damit stoppt. Sind 150 Milliarden. Das wird sicherlich nicht so kommen und deshalb würde ich auch appellieren, und alles, was Sie gesagt haben, ist genau richtig, dass wir in diese qualitativ wichtige Diskussion einsteigen und nicht der Schnelligkeit halb zuliebe alles über einen Kamm scheren, sondern im Prinzip Schritt für Schritt basierend auf dem, ich sag mal, REACH ist eine, war wahrscheinlich zu der Zeit standen auch Leute hier auf der Bühne, genauso eine schwierige Diskussion, die hat aber dazu geführt, dass ein machbares und gutes System zum Leben gerufen worden ist. Warum machen wir das denn nicht in ähnlicher Art und Weise und fangen diese Diskussion einfach mal konstruktiv an? Passt vielleicht auch diese Frage zu. Ihr Applaus. Das ist also auch nicht überraschend. Wie gelingt es, die EU-Regulierung weltweit so zu gestalten, dass ein Abwandern von Produktionen nach zum Beispiel Asien verhindert wird? Da sind wir bei der Wettbewerbsfähigkeit. Ja, also Wettbewerbsfähigkeit müssen wir haben, aber im Prinzip diese Regulierung, es ist ja so, dass die Chemie sehr innovativ ist und mehr neue Produkte entwickelt, als geprüft werden kann. Und deshalb müsste man vielleicht das, was man jetzt als Risikobewertung nicht zwingend nach der Funktion, sondern eher nach der Struktur dieser Stoffe und nicht in Gruppen zusammenfassen von Sachen, die eigentlich nicht passen, nur aus dem Zeitmangel praktisch da Stoffe zu verbieten, die vielleicht gar nicht das Potenzial haben, irgendwie schädlich zu wirken. Mhm. Das wäre für mich also schon ein Ansatz, wo man sicherlich da noch mal nachschauen sollte. Mhm. Aber diese Abwanderung in andere Länder, ja, ich glaube, das ist ein,
Inhalt unseres letzten Koalitionsvertrags oder des aktuellen Koalitionsvertrages, dass wir uns einfach sicherstellen müssen, dass wir selber autark sind in bestimmten Grundstoffen. Wenn ich mir jetzt anschaue, also ich bin Tierärztin und wenn wir gucken, dass die Grundstoffe für bestimmte Chemikalien oder für Arzneimittel, die notwendig sind, aber nur in China oder in Indien produziert werden und wir manchmal nicht wissen, wann kommt das nächste Schiff, um den Stoff wieder zu bringen, dann ist es für mich eine eher beängstigende Situation, wenn ich mir vorstelle, dass manchmal diese Medikamente auch lebenswichtig sind, ob für Tier oder für Mensch. Im Koalitionsvertrag haben Sie sich auch zum risikobasierten Ansatz bekannt. Wie werden Sie sich dafür in Brüssel einsetzen, also dass das eben nicht nur auf Gefahr, sondern auf kontrollierbares Risiko geschaut wird? Wie kriegen Sie das europaweit hin? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Im Europäischen Parlament können wir sicherlich auf unsere jeweiligen Vertreter dort einwirken, aber wir haben nicht direkt eine Stimme. Ich bin zwar Mitglied im Europaparlament, aber da sind Sie nur mehr oder weniger mit dabei. Die wirklichen Entscheider sitzen da in Brüssel und wir können nur durch eine gute Zuarbeit, dass wir also das, was wir als SPD vielleicht davon halten, unseren jeweiligen Vertretern im Europäischen Parlament oder auch in der Kommission nahebringen. Das klingt defensiv. Die deutsche Stimme ist die allerwichtigste. Wir haben die größte Chemieindustrie in den ganzen europäischen Ländern. Ja. Wir müssen am lautesten reden. Ja. Ja, dann sag ich mal, innovativ und im Prinzip das, was wir da machen können, denke ich mal, wird auf jeden Fall Interesse von uns sein. Wir hatten ja heute Morgen Herrn Bernd Westphal hier, der die Bedeutung der Chemieindustrie für uns, unseren Standort Deutschland dargestellt hat. Also es ist uns klar, dass wir da Arbeitsplätze und alles, was wir damit sichern und wirklich auch Produktivität und Wertschöpfung und das muss im Einklang mit dem, was wir an, wie soll ich es formulieren, an Einhaltung der planetaren Grenzen gebunden werden. Ja, danke für dieses Statement dazu. Ich muss auch jetzt schon wieder zum Schluss kommen. Wir werden bestimmt an anderer Stelle das Thema weiter diskutieren. Die CSS wurde auch in Zukunft weiter leidenschaftlich kritisiert. Schlussfrage an Sie alle. Warum ist sie trotzdem eine Chance? Herr Stolzenberg. Na, sie schreibt Ziele auf, zu denen auch die Industrie sich bekennt. Das freut uns sehr und wir werden sie zu einem Erfolg führen, wenn wir tatsächlich diesen Dialog intensivieren und gemeinsam entschlossene Lösungen finden. Qualität muss vor Schnelligkeit gehen, würde ich auch immer unterschreiben. Und wir müssen schneller werden, wir müssen lernen schneller. Ne? Und insofern denke ich, kann das aber auch Innovation fördern und wir haben bei REACH ja auch hinterher festgestellt, das war gut, obwohl wir vorher Angst hatten. Also bin ich ganz zuversichtlich, dass wir auf der Grundlage in die richtige Richtung gehen. Frau Kersten. Im Prinzip diese Diskussionsrunde Zukunft von Chemie und Pharma zeigt uns ja schon auch, dass Sie das wahrnehmen, dass wir da diskutieren müssen und dass Sie sicherlich jetzt vor allen Dingen Chemievertreter hier sitzen. Wenn wir jetzt eine andere Runde hätten, würden vielleicht andere Klatscher kommen oder Beifall kommen. Insofern muss man das ein bisschen relativieren. Ich bin sicherlich daran interessiert, dass wir einen Kompromiss finden, dass wir diesen Essential Use einfach klar definieren und dass da eben keine Regulierung tritt, wo wir eigentlich keine Möglichkeit haben, Stoffe zu ersetzen. Wir wissen auch alle, dass MEDEF-Gase wichtig sind für unsere Windkraftanlagen und wir müssen die Klimaneutralität hinkriegen. Insofern, ein Leben ohne Chemie ist eigentlich nicht denkbar. Wir müssen es zu unserem Nutzen so gestalten, dass wir da keine unabweisbaren Folgen haben. Und das wäre für mich jetzt das Wichtigste, dass wir da uns klar darüber da ausdrücken. Frau Maas-Brunner. Ja, ich würde sagen, wir halten an dem Was CSS will, definitiv fest. Und an dem Wie würde ich mir wünschen, dass wir die vielen Experten, die wir haben, doch bitte auch mal in die Diskussion einbeziehen. Das geht in Ihre Richtung. Und in Richtung Politik würde ich mir wünschen, dass die Stimme in Europa lauter wird. Danke sehr. Herr Füchs, kurzer Strich drunter. Also, ich würde darauf setzen, dass die aktuelle Krise dazu führt, dass auch noch mal in der Politik die Prioritäten sortiert werden. Und dass wir festlegen müssen, first things first, statt sagen, in dieser Gleichzeitigkeit parallel sagen, alle möglichen neuen Anforderungen, Ziele, Regulierungen und Kosten zu forcieren, dass es bei Gesundheitsschutz und ich würde auch sagen Ökosystemschutz keinen Rabatt geben sollte. Ich glaube, das ist sagen, unstrittig. Aber wir müssen uns schon sagen, darüber verständigen, welches Restrisiko oder welche Restrisiken wir in einer modernen Industriegesellschaft eingehen wollen.
einzugehen bereit sind, um Innovationsfähigkeit zu erhalten. Danke für diese Runde, Franziska Kersten, Melanie Maas-Brunner, Hans-Christian Stolzenberg. Herzlichen Dank und wir machen direkt weiter. Wir reden über das Eckpunktepapier für einen Konsens zur Zukunft der deutschen Chemieindustrie. Der Titel ist lang und es steckt eine Menge drin und dieses Thema auch. Die Zukunft der Pharmaindustrie. Sie waren auch bei diesen Gesprächen mit dabei, Herr Füchs. Was waren die wichtigsten Punkte zu dem Thema und wie lief es ab? Ich glaube, es gab... Also ich meine, wenn Sie sich wundern, dass ich jetzt die ganze Zeit hier rumstehe. Wir sind nein, rum. Ja. Ich bin jetzt ich kein Wunderkind, das zu all diesen Themen eine Tiefenexpertise hätte. Ging mir auch bei der letzten Runde so. Bei der Pharmaindustrie waren, glaube ich, so die Knackpunkte in den Diskussionen. Erstens natürlich der Konflikt zwischen Kostendämpfung im Gesundheitswesen und den Rentabilitäts-, wir können sagen, Zwängen oder auch Profitinteressen der Pharmaindustrie. Ein zweiter Punkt war, wie restriktiv und engmaschig soll die Zulassung von Medikamenten gehandhabt werden. Sie kennen alle die, oder diejenigen, mit dem Thema ein bisschen vertraut sind, die Diskussion, ob wir nicht doch die Zahl der Medikamente drastisch reduzieren müssen und auch aus Kostengründen und die Zulassung an sehr viel stärkere Kriterien, was ist der Mehrwert neuer Medikamente, binden müssen. Und der dritte Konfliktfeld war, glaube ich, das auch uralte Debatte um Patentschutz und geistiges Eigentum. Ja, wie weit ist das ein notwendiges Instrument, um Innovation zu finanzieren? Und wie kann man sicherstellen, dass dennoch der Zugang zu modernen, hochwirksamen Medikamenten möglichst schnell und möglichst preisgünstig auch für Entwicklungsländer möglich ist? Zumindest einige der Punkte wollen wir jetzt auch besprechen und das in einer, ich sag's mal, intimeren Runde. Eingeladen war eigentlich auch Maike Voss von der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit. Aus terminlichen Gründen hat das nicht gepasst. Das lag aber nicht an ihr, sondern daran, dass wir zwei Runden nochmal tauschen mussten wegen der Bundestagsabgeordneten. Also war wirklich nicht ihr Fehler. Ich freue mich deshalb besonders, dass sie da ist und wir mal in ganz kleiner Runde über die Pharmaindustrie und deren Zukunft sprechen können. Sie ist die Chefin des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim Deutschland, Dr. Sabine Nikolaus. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Jetzt haben Sie ganz viele Plätze, die Sie sich aussuchen können. Hallo, Frau Nikolaus. So, wo darf ich denn mich hinstellen? Wo Sie wollen. Sie können auch. Wir haben auch ganz viele Stühle jetzt auf einmal. Es ist der Wahnsinn. Genug es Platz, ist herrlich. Ganz genau. Ja, einige Punkte hat Herr Füchs schon angesprochen. Was ist für Sie aus Ihrer Sicht gerade die größte Baustelle der Pharmaindustrie? Ich fange mal an, 1 bis 10. Ja, es sind gerade ganz viele. Geben Sie uns eine Top 3. Ich möchte gerne mit einem Thema anfangen, was Sie zuletzt genannt haben, aber für mich und für die gesamte pharmazeutische und by the way auch für die chemische Industrie das allergrößte Thema ist. Das ist der Schutz geistigen Eigentums und damit verbunden auch die Anerkennung und die Wertschätzung von Innovation. Das ist ein sehr großes Thema, das wird leider auch immer etwas politisch und emotional diskutiert, aber ich möchte es einfach mal so sagen. Ohne Schutz geistigen Eigentums wird es keinen Anreiz zur Innovation geben. Gar keinen. Das ist unser Motor, das ist unser Brot und Butter. Weil wenn Sie nicht in einem Hochrisikogeschäft wie der pharmazeutischen Industrie nicht wissen von vornherein, dass sie eine gewisse Zeit haben, in der sie das Geld, das sie in eine Entwicklung reinstecken, auch wieder verdienen können, dann können sie einfach so eine Hochrisikoforschung nicht finanzieren. Und ich höre immer so das Thema, was ist ein Arzneimittel wert? Sagen Sie mir doch bitte mal vom ersten Finding einer Molekülvariante, die wirksam sein könnte, sagen wir mal gegen Krebs oder was auch immer, bis hin zum fertigen Medikament auf dem Markt, was kostet das? Klar kann man Ihnen das sagen, das hat aber nichts mit der Preisfindung oder mit Innovation zu tun, weil es ist nicht dieses eine Medikament,
Es sind hunderte von Medikamenten, die das Licht der Welt niemals erblicken können. Und Sie können gar keine Rate vorgeben, wo Sie jetzt sagen, für ein gelungenes Medikament gibt es 100 nicht gelungene. Das kommt immer ganz drauf an, auf den Stand der Forschung in einem gewissen Indikationsgebiet, auf das Indikationsgebiet und so weiter und so fort. Das heißt, und ich glaube, ein Beispiel kann man ganz gut sehen an den Corona-Impfstoffen. Es gab einen hocherfolgreichen deutschen Anbieter und einen gar nicht erfolgreichen deutschen Anbieter. Da ist 0 oder 1 die Lösung. Aber beide haben wahrscheinlich gleich viel Herzblut, Engagement und Finanzen aufgewendet. Und das Risiko der Forschung, das ist eben etwas, was durch die Patente auch investiert werden muss. Sie sprechen gleich ein Thema an, über das man immer reden kann, nämlich Geld. Ist auch im Eckpunktepapier ganz oben. Hier steht, Versorgungssicherheit funktioniert nicht ohne auskömmliche Preise. Gleichzeitig sagt man der Pharmaindustrie auch immer wieder nach, dass sie eigentlich beim Thema Geld ganz gut mitreden kann, nämlich eine Menge davon hat. Ist das ein Irrtum? Können Sie mit dem Geld, was Sie im Moment haben, keine Innovation voranbringen, keine Forschung betreiben? Ich glaube, ich habe das Grundprinzip jetzt soeben schon sehr gut erklärt, dass wir ein Hochrisikogeschäft sind. So. Und jetzt steht da natürlich, ich zitiere, Versorgung sichern, Produktionsstandorte erhalten, Innovationen ermöglichen. Das ist wichtig, dass wir natürlich ein auskömmliches Einkommen haben müssen, genauso wie jede andere Industrie. Ich meine, wir sind ein Wirtschaftsbetrieb, genauso wie die Chemie, wie alle anderen. Wir sind ein Hochrisikoindustrie und deswegen brauchen wir auch Risikokapital. Gleichzeitig, und das wird auch so leicht vergessen, wenn ich mal überlege, was wir für Boehringer Ingelheim, ich kann es nur für mein Unternehmen sprechen. Wir geben in Deutschland jedes Jahr 4 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus, weltweit 2 Milliarden davon in Deutschland. Darüber hinaus, beziehungsweise das ist das, was wir sagen, was ist denn unsere eigene Forschung und Entwicklung. Aber man darf eines auch nicht vergessen, das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, der auch in dem Papier drinsteht, das sind die vielen Forschungskooperationen, die vielen Private-Public-Partnerschaften, die von uns, von der pharmazeutischen Industrie auch am Leben gehalten werden, immer mehr und immer öfter. Das heißt also, dieses gesamte Forschungsnetzwerk, das muss finanziert werden. Und wenn wir jetzt diese Debatte haben und ich möchte es nicht zum Monolog machen, aber es gibt ein Thema, was mir auf der Seele brennt und das kennen Sie alle, das läuft gerade ein paar Meter weiter weg von hier, das ist dieses Finanzstabilisierungsgesetz. Es ist nicht so, dass dieses GKV-Finanzstabilisierungsgesetz irgendetwas stabilisiert, davon kann keine Rede sein. Es stopft ein Haushaltsloch, das durch strukturelle Komponenten verursacht wird. Ja? Und das, was getan werden muss, ist letztendlich eine grundsätzliche Strukturreform des deutschen GKV-Systems. So, das ist mal ganz wichtig. Und jetzt reden wir haben den ganzen Tag jetzt darüber geredet, unter welchen großen Herausforderungen wir stehen. Transformation, Energieknappheit, Inflation und so weiter. Naja, wir sind auch Chemie, ja. Das heißt also, wir stehen darunter. Und jetzt stellt ein solches Gesetz vor, das Preismoratorium, das es 2009 gibt, auf dem Niveau der Preise von 2009, soll um 4 Jahre weiter verlängert werden. Es ist nur mal ein Beispiel. Ist das fair? Ist das noch etwas, was Verständnis haben sollte? Also ich sage jetzt mal, was ich mir auch wünschen würde, ist tatsächlich, dass wir uns diesem Thema mal gemeinsam stellen. Und deswegen tut es mir besonders leid, dass wir hier nicht mit der Politik reden können, sondern leider über die Politik. Das ist nicht meine Art. Ja. Ein besonderer Tag. Ein besonderer Tag. Und eines, was mir da noch ganz arg auf den Nägeln brennt, das ist nochmal, um auf das Thema Innovation zurückzukommen. Es gibt einmal diese kurzfristigen Maßnahmen, die von der pharmazeutischen Industrie gefordert werden in diesem Gesetzesentwurf. Zum Löcherstopfen, sage ich jetzt mal. 17 Milliarden. Nicht alles von uns, aber ein großer Teil von uns. So. Darüber kann man vielleicht noch reden. Man kann vielleicht auch einen Konsensus finden, dass wir auch unseren Beitrag geben zu einem Solidarsystem. Ja? Ich sage, darüber kann man reden. Ich sage nicht, dass wir das nicht tun wollen, aber reden drüber. Die andere Komponente, das sind die Schrauben, die gestellt werden sollen, zum Thema Preisbildung von Arzneimitteln. Ja, jetzt stellen Sie sich vor, Innovation, Forschung. Unsere Forscher treten an, um ein bahnbrechendes Medikament zu erforschen. Es ist wenigen gegeben, aber sie versuchen es alle. Dann kommt irgendwann
eine Stufe, wo das AMNOG, also das deutsche Preisfestsetzungssystem, vergleicht. Dieses neue Medikament ist gleich gut wie eine Vergleichstherapie, ist etwas besser oder ist sehr viel besser. Daraufhin werden Preise letztendlich verhandelt. Verhandelt. Genau. Ja, es ist okay. Ich habe gar kein Problem. Ja? Und dass dann ein Interesse auf das andere setzt, das ist klar. Wir können mit diesem System gut leben. Gar keine Frage. Beide Seiten. Jetzt ist es aber so, in diesem neuen Gesetz soll ich, das ist nur ein Beispiel, ein Medikament mit einem geringen Zusatznutzen, sagt jetzt plötzlich der Gesetzgeber, nee, das hat gar keinen Zusatznutzen. Das kriegt den gleichen Preis wie alles andere, was auf dem Markt ist. So, und jetzt überlegen Sie sich mal, wenn Sie das bei den AIDS-Medikamenten, bei den HIV-Medikamenten angewendet hätten, dann wäre HIV immer noch eine tödliche Erkrankung, weil wir hätten ja gar keine Schrittinnovation mehr. Es gäbe ja nur noch das große Wunder, ja? Sprunginnovation. Und das darf eben nicht passieren, dass wir hier in Deutschland Schrittinnovationen sozusagen unterbinden, weil warum sollten wir was für Deutschland entwickeln, wo wir wissen, im Endeffekt, naja, wenn wir das jetzt ins Preissetzungsverfahren geben, dann werden wir einen Preis, den wir brauchen, um die Forschung zu finanzieren, gar nicht bekommen. Ja? Und deswegen ist mein Plädoyer, zumindest dieses AMNOG-Thema, absolut aus diesem GKV-Finanzgesetz jetzt rauszunehmen, weil das wird Innovation killen, das wird letztendlich den Patienten schaden in Deutschland. Und das ist etwas, was Deutschland braucht, diese Schrittinnovation, nicht nur Sprunginnovation, weil so funktioniert eben Forschung nicht. Gleichzeitig wissen Sie natürlich auch, nach 2,5 Jahren Corona ist die Finanzausstattung unseres Gesundheitssystems ordentlich unter Druck. Was schlagen Sie vor? Naja, da sind einige Dinge drin, die man da vorschlagen kann. Zunächst einmal gibt es ja auch versicherungsfremde Leistungen, beziehungsweise im GKV wird ja auch zum Beispiel dieses Arbeitslosengeld-2-Thema behandelt. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Es gibt andere Möglichkeiten, möchte ich jetzt hier nicht alle. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Ja? Wir hätten Ideen und deswegen sage ich, warum nicht einfach mal an den Tisch zusammensitzen in einem solchen Gesetzesentwurf und miteinander reden und zu sagen, wie können wir das Ganze denn zusammen angehen, anstatt einfach mal so etwas fallen zu lassen. Das ist genau das, was Herr Füchs macht. Der ist jetzt immer ja. eher rangerutscht. Ja. Finde ich auch gut. Alles gut. Ich höre nur interessiert zu. Ja. 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 Also das sind solche Themen, die ja auch alle angesprochen sind in diesem Konsensuspapier. Und das Problem ist ja, dass Sie sich nicht wirklich in einem Markt bewegen, ja, sondern Sie bewegen sich in einem völlig politisch komplett durchregulierten Raum, in dem die Preisbildung verhandelt wird zwischen unterschiedlichen Interessengruppen. Absolut. Ja, und deshalb haben wir ständig, wenn es um die Finanzierung des Gesundheitswesens geht, geht es um Umverteilung von Mitteln zwischen sagen, den unterschiedlichen Stakeholdern, die da unterwegs sind und den Patienten bzw. den Kassen als Sachwaltern der Patienten. Und ich weiß nicht, ob Sie eine Idee haben, wie man da rauskommt, kommen könnte oder ob das eigentlich strukturell so sein muss, dass wir hier nur über administrierte Preise sprechen. Naja, ich sage jetzt mal so, das AMNOG-System ist ja jetzt 10 Jahre alt geworden letztes Jahr. Ja? Und ich glaube, beide Seiten haben mit sehr viel Enthusiasmus, aber auch sehr viel Herzblut und sehr viel Wehen das Ganze zum Laufen gebracht. Und jetzt haben wir ein System, das evidenzbasiert arbeitet auf Studiendaten und wo beide Seiten gut mit leben können. Warum muss ich jetzt ein solches System in seiner Grundlage erschüttern? Ja? Das ist für mich die Frage. Und wissen Sie, was das nächste Thema ist? Und das ist in dem Paper auch sehr schön angesprochen. Das ist das Thema Gesundheitspolitik, ist Industriepolitik und ist auch Standortpolitik. Und da sind wir wieder bei einem Thema. Die gleiche Politik schreit danach, Produktion wieder nach Europa und Deutschland zurückzulagern. Aus China. Wie um Gottes Willen, wenn es schon bei Innovationen
darum geht, Innovationen nicht mehr anzuerkennen. Wie soll sich ein solches System die Produktion von generischen Arzneimitteln leisten können? Ich bin jetzt bewusst ein bisschen provokant, aber das passt nicht zusammen. Mein Vorschlag wäre, ist, dass man erst mal versucht, diejenigen, die hier in Deutschland noch forschen, entwickeln und produzieren, erst mal zu halten und Innovation eben auch anzuerkennen und wertzuschätzen. Aber sehen Sie das als Thema für, sagen, die Pharmaindustrie? Das geht ja mit zurück auf die, sagen, Covid-Erfahrung und das Bewusstsein, dass globalisierte Märkte, wenn sie in politische Konflikte, sagen, geraten, Versorgungsrisiken, sagen, mit sich bringen. Ja, also, so, und bei der, sagen, Pharmaindustrie reagiert natürlich die Gesellschaft und dann auch die Politik besonders empfindlich. Ja, also machen wir uns abhängig in unserer Gesundheitsversorgung von Staaten, die im Zweifel Wirtschaft als politisches Machtmittel einsetzen? Ich kann diesen Punkt sehr gut nachvollziehen. Ja? Und das besteht auch eine Gefahr, und wir haben das ja gesehen. Ja? Auf der anderen Seite ist ja nicht unbedingt jetzt der Fakt, dass ein Arzneimittel aus einem anderen Land oder ein Wirkstoff aus einem anderen Land kommt, das Problem, sondern das Schließen der Grenzen in Covid war das Problem. Und deswegen ist unsere Erkenntnis, und wir versorgen von Deutschland aus einen globalen Markt. Das heißt also, wenn Sie jetzt darüber reden, vielleicht etwas mehr restriktiv zu sein mit Importen und Exporten, dann verschließen Sie ja auch die Exportmöglichkeit. Ja? Und ob wir uns damit einen Gefallen tun, das ist eine ganz große Frage. Ja? Aber das Thema Versorgungssicherheit ist ein ganz großes. Ja, da sind wir uns vollkommen ein. Ja. Das gewinnt das ist wichtig. Gilt für Energie, auf für jeden Fall. Andere lebenswichtige Bereiche. Ja. Aber, und das, also wir sind da ganz beieinander, Versorgungswichtigkeit ist auch uns das Allerwesentlichste. Da muss ich aber nicht gleich alles wieder zurückverlagern, sondern ich kann natürlich, ja, ich kann natürlich auch Anreize schaffen, das ist im Paper auch sehr, sehr schön beschrieben, indem ich zum Beispiel Arzneimittel made in Europa oder die gewissen Standards entsprechen, weil vorher haben wir ein Thema gehabt, nämlich die Chemikalien, die man auch mit Standards natürlich regeln kann oder andenken kann. Das ist etwas, wo wir dann sagen, dann muss man eben vielleicht auch darüber nachdenken, dass man Arzneimittel, die in Europa produziert werden, vielleicht auch incentiviert in einem Preisbildungsverfahren. Ja. Aber ich rede auf keinen Fall einer Deglobalisierung das Wort, aber einer Reduzierung von strategischen Klumpenrisiken. Ja, wir hatten das Klumpenrisiko Energieabhängigkeit von Russland und wir haben nochmal in einer ganz anderen Dimension Klumpenrisiken mit Blick auf China, sowohl was die Rohstoffversorgung angeht, wie bestimmte technische Komponenten, die für unsere Wertschöpfungsketten gebraucht werden. Also wir reden eigentlich gar nicht über Deglobalisierung, sondern wir reden darüber, ob man strategische Abhängigkeit von China reduzieren muss. Und das betrifft natürlich nicht nur die Pharmaindustrie. Und da reden wir zum Beispiel von einem Instrument, das auch schon angewendet wird, aber eben auch kostenintensiv ist. Das sind wieder Diversifizierung von Standorten. Genau. Ja, das ist ein Mittel, das wir teilweise auch anwenden, gar keine Frage, dass wir nicht alles, das meiste machen wir in Deutschland, kann man auch vom Klumpenrisiko reden, will ich aber jetzt nicht. Aber es ist schon so, das Thema Diversifizierung von Produktionsstätten ist ein Thema, ist auch ein strategisches Mittel, um Abhängigkeiten zu regulieren. Aber dann muss man halt auch sagen, wer Produktion wieder nach Europa oder Deutschland zurückholen möchte, muss halt auch damit rechnen, dass eine Produktion eines Generikums zum Beispiel in Deutschland nicht Centbeträge oder Millicentbeträge kosten kann, sondern wir haben ganz andere Steuersysteme, Arbeitskosten, Sozialsystem. Ja. Das muss man dann halt sehen. Und da sind wir da bei der Preiswürdigkeit. Ja. Ja. Wir sprechen auch über Internationalität hier. Dazu passt diese Frage, die ich zum Schluss vielleicht noch stellen möchte. Wie gewährleisten wir, dass auch ärmere Länder mit Medikamenten und Impfstoffen versorgt werden? Super wichtig. Super wichtiges Thema. Gar keine Frage. Da haben wir auch selber Erfahrung damit, weil wir eben auch zum Thema HIV geforscht, entwickelt und auf den Markt gebracht haben. Patentfreiheit ist keine Lösung.
Und ich sage Ihnen auch, ich hatte schon eingangs gesagt, es ist einfach die Wegnahme geistigen Eigentums. Was eine Lösung ist, das ist etwas, was wir erfolgreich angewendet haben und was wir viel, viel mehr letztendlich fördern müssen, das sind Private-Public-Partnerships. Das sind wirklich mutuelle Abkommen, die sich verpflichten, dann gewisse Zusammenarbeiten zu machen. Das hat man auch bei Covid sehr schön gesehen. AstraZeneca hat es sehr, sehr früh auch angedacht und auch umgesetzt, dass man letztendlich Abkommen hat, die dafür sorgen, dass eben in diesen entsprechenden Ländern auch Arzneimittel oder Impfstoffe, was auch immer es ist, oder Diagnostika, egal von was wir reden, zur Verfügung steht. Aber es gibt so viele andere Instrumente als ausgerechnet die Wegnahme von Patenten. Mhm. Ja? Also, dass das Thema wesentlich ist, da sind wir uns absolut einig. Forschungskooperationen haben Sie angesprochen, auch Teil des Eckpunktepapiers. Vielleicht ist das jetzt der richtige Abschluss in dieser kleinen Runde. Sie kennen das Eckpunktepapier, Sie haben es mitgestaltet und waren dabei. Vielleicht kann ich Ihnen zum Schluss noch einmal diese Frage stellen. Was sind für Sie die wichtigsten Punkte heraus, die jetzt für eine gute Zukunft der Pharmaindustrie angegangen werden? Das sind fast alle. Also was mir vor allen Dingen halt hier am Herzen liegt, ist der Patentschutz ist eindeutig angesprochen. Das ganze Thema Innovation ermöglichen, Standortsicherung, Finanzierung des Gesundheitssystems ganz wichtig. Und das sind die wichtigsten Punkte. Und alles in diesem Papier, was ich hier gelesen habe, ist relevant und wichtig und ich widerspreche keinem einzigen, sagen wir es so. Also, das ist das Papier. Sie hat Werbung dafür gemacht, das finde ich prima. Sie können es sich ja auch gleich abholen, hinten liegt es aus. Sabine Nikolaus, ganz herzlichen Dank für diese... Sehr gerne. Es war schon noch eine Runde, muss man sagen. Aber ich verspreche Ihnen beim nächsten Mal in größerem Kreis. Sie waren am Schluss hier dabei, deswegen wird das, was Sie gesagt haben, bestimmt besonders im Gedächtnis bleiben. Danke, dass Sie hier waren. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Sabine Nikolaus, danke. Dankeschön. Herr Füchs, danke. Das war eine lange und intensive Diskussion. So, jetzt komme ich mal in Ihre Nähe. Ich glaube, unterm Strich können wir sagen, leicht wird diese Reise nicht. Von der Transformation bis zur Gestaltung der Zukunft vieler einzelner Unternehmen. Wenn ich mich jetzt in Unternehmen oder in einen Unternehmer hineinversetze, der chemischen Industrie, vielleicht ein kleines Unternehmen, das irgendwo unterwegs ist, dann könnte ich dem Chef zum Beispiel nicht böse sein, wenn er denkt, das ist so ein großer Brocken oder das sind so viele große Brocken. Warum soll ich das eigentlich angehen? Was antworten Sie ihm? Ich glaube, dass es dafür sehr viele gute Gründe gibt. Ich meine, wir wissen, dass der Druck des Klimawandels noch zunehmen wird. Auch der Biodiversitätskrise, der anderen ökologischen Probleme, mit denen wir es heute global zu tun haben. Und dieser Druck wird sich übersetzen, einerseits auf die Politik, die ambitionierte Klimaziele setzt, die werden sich eher wahrscheinlich noch verschärfen. Und sie wird sich auch übersetzen in die Zivilgesellschaft. Wir sind in einer kritischen Situation, ich bin selber, habe mal eine militante politische Phase gehabt, wo ich glaube, dass das Risiko besteht, dass wenn große Teile der jungen Generation den Eindruck bekommen, Politik und Unternehmen nehmen den Klimawandel nicht ernst genug, dann kriegen wir eine radikalisierte außerparlamentarische Klimabewegung. Davon muss man ausgehen. Ja, das kann man politisch nicht wollen, sondern wir müssen alles tun, dass wir diesen Konsens zwischen der demokratischen Mitte der Politik, den Unternehmen und den konstruktiven Kräften in der Zivilgesellschaft, dass wir den möglichst solide und belastbar hinbekommen. Und für die Unternehmen heißt das ja auch, sie bekommen Planungssicherheit, sie bekommen Investitionssicherheit. Ja, es ist klar, wohin die Reise geht. Und dann müssen wir klären, welche Hausaufgaben muss Politik machen, welche Verantwortung hat Politik, welche Verantwortung haben Unternehmen, was brauchen wir an Wissenschaft und Forschung. So, und wenn wir das
gut zusammenbinden, dann kann daraus ein Aufbruch entstehen. Das ist eigentlich so die zentrale Botschaft, dass wir aus einer Krise einen Aufbruch in eine neue Etappe der Industriegesellschaft schaffen können. So, und ich glaube, der Zeitpunkt, in dem wir das jetzt diskutieren, der ist natürlich extrem schwierig, weil jetzt die kurzfristigen Interessen so wahnsinnig in den Vordergrund rücken. Wie übersteht die Industrie die nächsten 2 Jahre? Das ist jetzt die zentrale Frage, verstehe ich auch. Aber wir müssen gucken, dass wir die kurzfristigen Antworten möglichst in Einklang bringen mit den langfristigen Zielen und Strategien. Sagt Ralf Füchs, ganz herzlichen Dank.